Das war nicht möglich. Kann eine Dreijährige 10 Kamele tränken, zusammen mit dem Knecht, hat das nämlich Rebekka gemacht, als sie da ihren Versprochenen übergeben oder ihren Versprochenen, als sie den Versprochenen gesehen hat, Isaac, hat Ich sie mit glaube dem auch Knecht, nicht. Ich weiß es hat nicht sie mit genau, dem weil ich Knecht glaube auch zusammen nicht. 10 Kamele getränkt und das mit Tonkrügen. Ich glaube nicht, dass eine Dreijährige dazu in der Lage ist. Dann gibt es keinerlei Überlieferungen darüber, wie alt Rebekka wirklich war, als sie Isaac gesehen hat. Nur mal so nebenbei. Aber was es gibt, das sind Gemälde und zwar auch schon aus der Zeit, wo man sieht, dass Rebekka dann auch, als sie die Kamele getränkt hat, neben dem Knecht steht und genauso groß ist wie der Knecht und genauso groß ist wie die anderen Anwesenden, die da waren. Es gibt genug Anhaltspunkte dafür, dass man sagen kann, Rebekka muss weitaus älter gewesen sein. Aber es gibt nicht einen Anhaltspunkt dafür, dass Rebekka 3 war. Das, was der nette Herr da vorne gezeigt hat, das bezieht sich auf die versprochene Ehe, auf nichts anderes. Dass man damals, wisst ihr ja, wie das läuft, da hat man in den Familien, wurde man versprochen, man hat versucht, Arrangements zu treffen und diese konnte man treffen. Das ist jetzt aber einfach nur so. Wir beide treffen uns, Olli, ich habe eine Tochter, du hast einen Sohn und ich sag zu dir, du, Olli, pass auf, meine Tochter, die kann irgendwann mal deinen Sohn heiraten, weil ich glaube, unsere beiden Familien, die funktionieren ganz gut zusammen. Ich glaube, da haben wir Gewinne von. Das heißt aber nicht, dass man sie dadurch minderjährig dann dem Geschlechtsakt ausgegeben Ja, hat. Das ist eben genau okay. dieses normale Werdebild, was damals und wie es damals da gelaufen ist. Und jeder, der mir hier zeigen kann, irgendwo, dass Rebekka 3 Jahre alt ist, dem gebe ich ein Frühstück aus. Das ist gar kein Problem. Aber ganz ehrlich, sowas Peinliches, was der eben gebracht hat, habe ich mein Leben lang noch nicht gehört. Das wollte ich nur schnell von mir geben und dann bin ich auch gleich wieder weg. Vielen Dank für deine Worte. Ich wollte ganz kurz was sagen, wenn jetzt der Nächste dran ist. Ich weiß nicht, wer ist denn jetzt dran? Hallo, du bist dran. Achso, Debatten-TV, grüß dich. Ich wollte nur kurz sagen, wegen dem Modi oder mit dem Bobby, ich rede gleich mit ihm nochmal, wenn er noch da ist. Ich weiß es nicht wegen der Sache und mein Standardthema mit dem, wie über die Gesellschaft, da sage ich gleich nochmal. Aber du bist erstmal dran, Debatten-TV, entschuldige. Jetzt hast du ja Ja, schon alles 20 gut. Sekunden weniger. Alles gut, ist nicht schlimm, ne, das schaffe ich. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht auf dieses Thema mit dem Alter eingehen, weil das werden die unter sich jetzt hier gleich klären. Aber Olli, ich wollte dir nur sagen, bitte, du musst auch gerecht sein. Also ganz Ja. am Anfang, wo ich hier war, also nicht jetzt, sondern vorhin am Anfang, wurden teilweise schon die Leute wirklich hier beleidigt auch, ne? Gut, da muss ich zugeben, dann entschuldige ich mich dafür, dann ich nehme das nicht immer so wahr, ich lese die Kommentare nicht Nee, nee, ich kontinuierlich meine so. nicht die Kommentare. Ich meine auch hier oben im Stream, dass dann irgendwie Leute auf einen aggressiv dann einreden und das ist Ja, auch nicht in das Ordnung. stimmt, da muss ich noch Also aufhören, durchsetzungsfähiger dass. werden, das stimmt, Ja, oder sollte ich? guck mal, egal ob das deine Glaubensbrüder sind oder nicht, ne, du darfst ja die Ungerechtigkeit nicht durchgehen lassen. Ja, Das sage das ich nicht. stimmt nochmal, da hast du recht. Ja, ansonsten, ja, ich finde dieses Thema sehr, sehr schwierig, weil wir haben ja gerade gehört mit Rebekka 3 und es gibt ja auch, es gibt zwar auch Hadithe bezüglich dieser Alter von Aisha, aber es gibt ja auch da mittlerweile irgendwelche Doktorarbeiten, die sagen, dass sie auch älter war. 18, 19 habe ich auch schon von Sunniten irgendwelche Sachen zugeschickt bekommen. Also es scheint nicht so hundertprozentig eindeutig zu sein. Aber ich will mich da jetzt auch gar nicht einmischen. Nimm ruhig den nächsten dran. Ich wollte auch nur noch mal Bist schon sagen, fertig? ja, warte, einen Satz noch. Ja, klar. Ich habe gestern gehört, dass irgendwer in irgendeinem Stream, ich weiß nicht genau wo, irgendwie über mich und mein Moderatorenteam oder meinen Kanal gestern schlecht geredet hat. Ich fordere die Leute auf, wenn sie irgendwas haben, nicht hinter meinem Rücken über mich zu sprechen, sondern das auch dann mit mir selber auszumachen. Ansonsten muss ich nämlich leider dann sagen, dass das ein Hund ist. Okay, alles klar, das war's. Ciao. Okay, Dankeschön. So, dann mache ich dich weiter gerade. So, Elvin, jetzt bist du endlich dran. Salam alaikum, ich grüße dich am besten. Salam alaikum erstmal an meine muslimischen Brüder. Erstmal müssen wir kurz diese Zionisten begraben. Wie wurde denn eigentlich Rebekka verheiratet? Natürlich, ich zeige es euch natürlich. Wir lesen, Rabbi Josef erwiderte, komm und höre, mit 3 Jahren und einem Tag kann eine Weibliche durch den Beischlaf angetraut werden, wenn der Eheschwager
weil sie beschlafen hat. Also, man kann sagen, Rebecca ist durch Sex verheiratet worden. Das ist deine jüdischen Gelehrten Sanhedrin, Spalte 55b. Siehst du, du Lügner? Also, du wolltest wissen, wo Rebecca angeblich 3 Jahre alt war? Ich glaube, die Rabbiner kennen besser deine Geschichte als du, AfD-Wähler. Hier siehst du es, hör zu. 40 Jahre alt, denn als Abraham vom Berg Moria kam, erhielt er die Nachricht, dass Rebecca geboren wurde. In Genesis 22, Vers 20. Isaac war damals 37 Jahre alt, denn zu dieser Zeit starb Sarah. Und von der Geburt Isaacs bis zur Bindung, als Sarah starb, waren es 37 Jahre alt. Als sie 90 Jahre alt war, als Isaac geboren wurde, und 127 Jahre alt war, als sie starb. In Genesis 23. Und als Leben Sarahs betrug 127 Jahre. Also war Isaac damals 37 Jahre alt und zu dieser Zeit wurde Rebecca geboren, erwartete 3 Jahre, bis sie heiratsfähig war. Mit 3 Jahren. So, jetzt gehen wir mal hier in deine Bibel. Unsere Schwester ist klein und hat keine Brüste. Was sollen wir unserer Schwester tun, wenn man nun um sie werben wird? Das ist deine Bibel, das ist das Alte Testament. Die sagen, eine Frau, diese Brüder hatten kranke Gedanken, ihre Schwester zu verheiraten, obwohl sie nicht mal Brüste hat, sie war nicht mal in der Pubertät. Das ist deine kranke Bibel. Weiter geht's. In 4. Mose. So erwühlt nun alles, was männlich ist unter den Kindern und alle Weiber, die Männer erkannt haben und beigelegen haben, aber alle Kinder, die weiblich sind und nicht Männer kamen, lasst für euch erleben. Für was denn am Leben lassen? Was gucken wir hier? Sheikh Cohen, ein Kommentar Professor, sagt, Krieger ihre Jungfrauen gefangen sexuell verwenden können. Sehr schön. Gehen wir mal weiter. Professor Miguel de la Torre sagte, sogar die Vergewaltigung von Sklaven fand biblische Rechtfertigung. Das ist seine Bibel. Das sind alles Professoren, die das sogar bestätigen. Aber alle weiblichen Kinder, die einen Mann erkannt haben, in denen sie bei ihnen leben, Ehe mit solchen war nicht verboten. Du Heuchler. Hier, Dr. Youth Kelly. Eine Professorin sagt hier, dass sie die freien Romantiken eine freie Hand erlauben. Kurz gefasst, ein Paradies für Pädophile, du Moneffek. Und was sagt hier nochmal der Rabbi? Kannst du bitte ihn nochmal reinnehmen? Der war noch nicht zu Ende, Oliver. Und kannst du bist du da dafür, kann ich nicht dann auch mir widerlegt nehmen, weil der wartet schon die ganze Zeit, obwohl, also der ist rausgeflogen, ja vorhin. Wen soll ich nochmal reinnehmen? Also zuerst hier Elvedin, der hat noch nicht zu Ende geredet, der wollte noch was zeigen und widerlegt wollte auch davor, widerlegt bei Dressen. Gut. Und du willst da nichts mehr sagen? Doch, doch, kannst mich aber ganz zum Schluss, weil... Und zwar ja, was wichtig ist auch noch, hier, die Rabbiner bestätigen selber, dass sie 3 Jahre alt war. Und was ich mal gerne fragen würde, ist, wie alt war denn Maria? Wie alt war Maria bei der Geburt Jesu? Man geht davon aus, dass Maria in der Geburt von Jesu waren sie ungefähr 13 bis 14 Jahre alt, war Maria. Wie alt war Josef? Josef, man geht davon aus, historisch gesehen war Josef 90 Jahre alt. 90 minus 14 Jahre alt, verstehst du? 90 Jahre und 14 Jahre, das ist krank. Guck mal, wie viel Abstand da drin ist. Und das ist alles in deiner Bibel. Wir wissen, Rebecca war eindeutig 3 Jahre alt. Ihr seid irgendwelche AfD-Wähler, die sich wie Nutten verkaufen. Deswegen redet am besten hier gar nicht so von irgendwelche Sachen. Und denkt nach, alle Rabbiner sind sich einig, dass sie 3 Jahre alt war. Oder wenn ihr Zionisten, mir beweisen wir, dass Rebecca, irgendein Rabbiner sagt, sie war nicht 3 Jahre alt, dann macht mal was und widerlegt es, gibt mir irgendeinen Gelehrten, irgendeinen Rabbiner, der sagt, dass Rebecca nicht 3 Jahre alt war. Weil die Rabbiner kennen ihre Geschichte besser. Ich will nur kurz was unbedingt Wichtiges sagen. Ganz wichtig, bitte, Oliver, mach Bobby als Moderator weg. Er stimmt alle Muslime. Bitte mach Bobby weg. Das kann ich nicht versprechen, aber ich möchte ich darüber, doch, wenn jetzt die Show alle, vorbei ist, zumindest alle, drüber reden mit ihm alle, kurz. Alle, bitte blockier, mach Bobby weg, ich sehe alle Muslime stumm, ich habe gerade Screenshots bekommen. Alle.
Ja, ich möchte Mach mit ihm an. darüber reden. Ich verspreche es nicht. Das ist mir auch Mach egal, ihn wenn weg. anderen es nicht Mma gefällt. mach Aber diesen Typen ich weg. möchte mit ihm darüber sprechen, zumindest mal warum. Okay, Und okay, okay, deswegen okay. verspreche Okay, ich jetzt okay. erstmal gar nichts. Ja, guck, okay, guck mal. Vielleicht. So. Ich sage Warte, Oliver, vielleicht. Oliver. Vielleicht. Vorhin ist Roy reingekommen und hat direkt angefangen. Ich musste ganz kurz warten. Jetzt bitte lass Islam verstanden reden. Weil Roy kam auch vorhin rein und hat einfach geredet. Er musste gar nicht warten. Jetzt lässt du auch Islam verstanden reden. Lass Ja, Islam klar. verstanden bitte reden. Jetzt Islam Mache verstanden bitte ich. reden. So, Islam verstanden. Dann war, da muss ich noch mal einladen. Jetzt direkt nach dir. Ja, also ne, Mache ich. lass ihn jetzt reden. Lass ihn. Islam verstanden soll jetzt reden. Gut, aber das sind jetzt die letzten, die jetzt noch dran kommen. Warte, ich glaube noch sechs, sieben Leute kommen dran und danach beende ich die Show und danach Okay. Lass aber spreche jetzt ich noch Islam mit Bobby verstanden. und dann sage ich noch mein Standardthema und Okay, dann ich würde kurz was beende sagen, ich das Oliver. live. Oliver, liebe Christen, blamiert euch nicht. Rebecca war 3 Jahre alt und sie wurde durch Gut. Geschlechtsverkehr verheiratet. Eindeutig. Ihr könnt nichts widerlegen, ihr Zionisten. Beweist mir, dass Rebecca nicht 3 Jahre alt war von einem gelehrten Jüdischen. Hey. Alhamdulillah, ich bin dran. An erster Stelle, Oliver, ich wollte dir sagen, dass du die Moderation sehr, sehr gut machst. Egal wer was sagt, du machst die Arbeit hier sehr gut. Du bist überhaupt nicht parteiisch. Du machst deinen Job hier sehr, sehr gut. Also ich muss dir den Lob hier erstmal geben, ne? Dankeschön. Das passt 100%. Wir müssen die Wahrheit sprechen. Ich würde gerne auf Debatten-TV eingehen. Ich würde zwei Aussagen von ihm unterstreichen und sagen, ja, und eine Aussage muss ich ihn korrigieren. Er hat gesagt, es wurde hier beleidigt, alles drum dran. Und ich sage als Muslim, falls ich beleidigt habe, dann tut mir das leid, denn der Islam verbietet es uns zu beleidigen. Und das war meine Emotionen, die hier vielleicht aufgekocht sind aufgrund der Unterstellungen von LGBT Bobby, wie er mich die ganze Zeit beleidigt hat, wie er den Islam beleidigt hat und so weiter und so fort. Dementsprechend habe ich so gehandelt. Jedoch hat Daniel im gleichen Atemzug jemand anderes als Hund bezeichnet. Dementsprechend würde ich Daniel auch sagen, dass er sich auch dran halten sollte. Auch wenn er keine Leitlinie als Atheist hat und keine moralische Leitlinie, sollte er trotzdem aufhören zu beleidigen. Und er meinte, dass es Leute gibt im Islam, die gesagt haben, dass Aisha 19 war. Ja, es gab Leute, die das gesagt haben. Es gab Leute, die auch eine Rechnung dazu haben und es auch vielleicht für einen Außenstehenden plausibel rüberkommt. Aber wir Muslime sind nicht Leute, die aufgrund moralischen Sachen irgendwas ablehnen. Wir haben kein Problem damit zu sagen, dass sie 9 war, weil was die Christen machen und was die Juden machen, also ich rede von Juden wie Beats for You und ich rede nicht wie Juden von den Rabbinern, die wir gezeigt haben. Diese Rabbiner haben auch kein Problem zu sagen, dass Rebekka 3 war, oder die Kirchenväter hatten auch kein Problem damit zu sagen, dass Maria 12 war, aber die heutigen liberalen Christen, die Jesus loves you Christen, haben dieses Problem. Er meinte, guck mal, was, guck mal, Wallahi, wie kann man so lügen? Ich zeige euch etwas ganz kurz. So. Er meinte, dass es drei Perioden sind. Guck mal, ihr habt alle zugehört. Er hat gesagt, es sind drei Perioden. Aber Rashi redet von nichts, also von gar keiner Periode. Rashi sagt, und zu jener Zeit wurde Rebekka geboren. Er sorgte für sie, bis sie für eine Ehe geeignet war. 3 Jahre und heiratete sie dann. Isaac war 37 und mit 40 hat Isaac sie geheiratet. Also, lieber Beats for You, nicht lügen. Bitte nicht lügen. Und der Herr hat das hier auch nochmal bestätigt. Aber wir können uns das ist auch im Christentum so zu sehen, falls die Leute nach der Quelle fragen. Die Kirchenväter haben daran geglaubt, dass Josef 90 Jahre alt war, 80 bis 90, als Maria 12 war. 12 Jahre alt. Hier sind die Quellen. Könnt euch alles durchlesen. Also, liebe Geschwister, lasst euch von diesen Leuten nicht in die Irre führen. Und lieber Oliver, guter Job, den du heute gemacht hast. Danke, weil ich will jedem eine Chance geben und So, ich, gut, Olli, entschuldige, Bobby, du bist nochmal ganz dran. kurz. Die Leute schreiben die ganze Zeit Bobby Modi weg, Bobby beleidigt dies, Bobby beleidigt das. Hört erstmal auf mit diesem Rufmord. Ja, der Oliver ist alt genug. Oliver, ich kann dir nur sagen, die Muslime, die werden alles dafür tun, dass ich nicht weiter Modi bin. Aber wenn du wirklich neutral sein willst, dann lass mich als Modi, weil ich bin kein Islamhasser, ich bin kein Christenhasser, ich bin Atheist. Und die Leute, die hier, ich blockiere überhaupt niemand, ich habe noch nie jemand blockiert. Wenn, dann wird er gestürmt, wenn er mich beleidigt oder wenn er irgendwelche Leute, unschuldige Leute beleidigt.
Ich stumm auch übrigens die Leute, die die Christen beleidigen, die Muslime beleidigen. Deswegen, Oliver, hör nicht auf die Muslime, mach dir ein eigenes Bild. Es werden dir nach diesem Stream viele Muslime schreiben und werden mir Sachen in den Mund legen, die ich nie gesagt oder getan habe. Deswegen mach dir selbst ein Bild, beobachte den Chat selber und du bist alt genug. Du musst nicht auf die Muslime hören. Die Muslime versuchen, dass dieser Stream hier unparteiisch wird. Das heißt, nur die Muslime haben Modi bis jetzt. Ich bin der einzige Atheist, der Modi hat. Ich stumm wirklich nur die Leute, die mich beleidigen. Hör nicht auf diese Lügner, die schreiben, dass ich irgendwie Leute grundlos stumme. Dann stumme ich auch meistens nur für 5 Minuten. Deswegen schau, wie die alle beleidigen, Lügner und so weiter. Wenn du wirklich unparteiisch bleiben willst, dann behalte mich als Mod. Mach ich aber wirklich dann nur dann stumm, wenn es wirklich Beleidigungen sind. Genau, guck mal, zum Beispiel, Bobby, du Heuchler, dann stumme ich nicht dafür. Und dasselbe Olli, soll auch mal an die muslimischen Moderatoren gehen. Nicht, weil man nur schreibt, Mohammed hat eine 6-Jährige, das ist für mich krank. Und jeder, der jetzt schreibt, Bobby ja. Moody weg. Jeder, der schreibt Bobby Moody weg, den überlege ich mir zu stumm, weil das ist auch, das gehört sich nicht. Ich fuhr auch nicht die Muslime machen. Ich habe das jetzt so. So, aber davon lasse ich mich jetzt nicht beirren, sage ich mal. Aber auch an die muslimischen Moderatoren, wenn man jetzt, es sei denn, man sagt jetzt, Mohammed ist ein so beleidigend, den kann man auch stumm. Aber wenn man jetzt nur schreibt, Mohammed hat eine 6-Jährige geheiratet, das ist für mich kein Grund, denjenigen dann zu stummen. Also das soll an beide gelten. Genau, deswegen liebe muslimische Moderatoren. Ansonsten muslimische wie auch atheistische, christliche Moderatoren niemanden stummen. Gut, ich lasse das jetzt weiterlaufen. Ich hebe jetzt von allen die Stummschaltungen auf und ich hoffe, dass das in die Reihe geht. Genau, lass dich nicht triggern von den Leuten, die schreiben Modi weg, lass dich nicht triggern, mach dir selbst ein Bild. Beleidigt wird, der kann dann stumme. Ich hebe jetzt sehr von allen gut, die Stummschaltungen sehr gut, Oliver, auf. Oliver, ich küsse dein Herz. Kein Problem. Und danach, wenn die Runde vorbei ist, sage ich mein Standardthema und danach muss du ich dann... Du bist der Beste, Bruder. Ich habe auch Fehler, ich bin nichts Besseres, aber danke, dass du das sagst, ich habe auch Fehler. Gut. Dann bist du dran, Christian. Gottes Segen. Gottes Segen. Also erstmal, ich hoffe, dir geht's gut. Erstmal würde ich sagen, also die Familie hatte Jesus geboren, da war sie 15 Jahre alt nach der Rechnung. So, das kann man mich ganz einfach rechnen. Wann wurde Jesus geboren und wie alt war die Maria? Und zweitens, Abrahams Frau Sarah war 90 Jahre alt, ja, damit sie schwanger wurde. Das muss man auch wissen. Also früher war das in der Zeit eine ganz normale Sache, dass Frauen auch schon früher Kinder gemacht haben, wie es in auch den vielen anderen Epochzeiten waren, das komplett normal. Ja, weil die Leute wurden nicht älter wie 40 Jahre alt. Ja, früher die Zeit von Jesus Christus, die Zeiten hat man früher nur 40 Jahre gelebt. Ja, da gab es nämlich eine Zeitrechnung. Ne? Ganz früher, ja, wie nach dem Alten Testament, wurden die Leute älter. Ja, bis zu 90, 800 Jahre kann man ja alles lesen, wie alt manche Leute geworden sind. Ja, und dann gab es eine Grenze. Ja, die gemacht worden ist, dass es gab eine Grenze, wo Gott gesagt hat, es gibt nur noch eine Zeit, wie lange du alt werden kannst. Die Zeit der Stunde, wo du stirbst. Ja, und das kannst du zum Beispiel ganz einfach sehen. Thema Neuen Testament. Ja, dass die Leute nicht sehr alt geworden sind. Und das tut sich daraus Schlüssel ziehen, dass sie schon früher Eltern geworden sind, also früher Kinder bekommen haben, weil die Lebenszeit war nur zwischen 40 und 30. Ja. Man kann sagen, die Ältesten waren gerade mal so zwischen 50. Älter war das früher nicht. Und da kann man auch selber mal theologisch, natürlich auch wissenschaftlich, kann man das alles sehen. Also normalerweise, der Mensch ist normalerweise so erschaffen, wir haben jetzt moderne Medizin. Und durch die moderne Medizin schaffen wir sogar, dass wir länger leben. Hätten wir die moderne Medizin nicht und gewisse Medikamente nicht, wären wir schon einige oder sehr, sehr viele Menschen zwischen 20, 30 und 40 schon sterben, ja. So, die Sterberate wäre verdammt nochmal hoch. Ja? Und durch die moderne Medizin, Gott sei Dank, können wir zwischen 60, 70, 80, 90 werden. Und auch, natürlich auch durch die gute Ernährung, gute Gesundheit, ja, Krankenhäuser, dass das Gesundheitssystem sehr gut ist, Gott sei Dank. Also, kann man das, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Kannst jemand anders weitergeben. Gut, vielen Dank. Bitte. Jetzt habe ich schon einen gesehen, der gestummt wurde, ein Luan. Ich würde gerne wissen, was er geschrieben hat, dass ich den Grund weiß, warum er. Gut, Suleiman, du bist dran. Inshallah, also dieser Bobby, ich bin kurz auch hochgekommen, weil er am Lügen ist. Ich würde vorhin
gestummt ohne Sinn. Ich habe nicht mehr was geschrieben. Er lügt, er stummt die ganze Zeit. Gerade eben hat er grundlos wieder gestummt. Er hat wieder grundlos gestummt. Und der eine hat ihn geschrieben, warum stummst du? Er hat geschrieben, heuli, kann ich doch später Screenshots schicken. Er hat ihn beleidigt. Bobby würde beleidigen. Und du musst ihn als Moderator wegnehmen, Oliver. Du musst es, weil der Typ, er stummt die ganze Zeit Leuten ohne Grund. Die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Nein, ohne Grund soll er das nicht tun. Ich habe gesagt, nur bei... Ja, deswegen du musst ihm wirklich den Stumm weg, also den Modi wegnehmen. Er stummt die ganze Zeit ohne Sinn, ohne Grund. Er stummt nur die Muslimen. Er ist ein Lügner. Er sagt, er stummt Christen. Christen haben so viele beleidigende Sachen hier geschrieben. Er hat keinen einzigen davon gestummt. Keinen einzigen. Er lügt. Er ist nur am Lügen. Wie heißt nochmal? Er hat hier einen Bruder, der heißt Mohammed, hier geschrieben. Und hier, er ist so ein Lügner, dieser Bobby, er ist so ein Heuchler, er ist nur am Stummen und Christen hat er keinen einzigen gestummt. Das machen nur die Muslime und die Muslime stummen nur diejenigen, die beleidigend werden. Deswegen, Bobby, musst du sofort als Dings wegnehmen, Moderator Oliver. Ja, wenn er natürlich grundlos stummt oder stummt, dann ja, finde ich. Hier schreiben ja Brüder, muslimische Brüder, dass sie grundlos gestummt werden. Und als ich gesehen habe, dass hier zum Beispiel, bestes Beispiel, er hat meinen Mohammed beleidigt als Heuli. Also, dass er heult. Er hat ihn gefragt, warum hast du mich gestummt? Er hat ihn halt dann beleidigt. Das finde ich halt respektlos. Oliver, du musst da was unternehmen. Du musst ihn wirklich als Moderator machen. Wobei ich jetzt sagen muss, dass mir einige geschrieben haben, die nicht Muslime sind, dass die grundlos gestummt wurden von muslimischen Moderatoren. Das ist ja dann auch nicht richtig. Schau, du musst halt so forschen, du musst halt so sehen, diese, die gestummt werden, die werden, ich habe Screenshot gemacht, gar kein Problem, ich habe Screenshot gemacht, wo er beleidigt hat. Auf jeden Fall, diese Christen, die gestummt werden, ich habe ja Chat gelesen, die werden beleidigt auf höchstem Niveau, die beleidigen die Sachen, die sagen Sachen, das geht unter der Gürtellinie, das sind kranke Sachen, was sie schreiben. Und selbst die werden nicht gestummt manchmal. Und schreibt ein Muslim irgendwas, stummt der Bobby sofort hier, der Heuchler. Ja, das ist jetzt kann ich nicht wissen, was, weil die Kommentare, die sind so schnell, die kann ich nicht lesen. Ich kann jetzt nicht beweisen, wer recht hat. Bobby Van Damme musst du wegmachen. Wenn ich es jetzt wirklich wissen würde, würde ich es sofort machen, aber ich kann jetzt eben nicht wissen, wer recht hat, genau. Ich kann das weder von den Muslimen noch von den anderen kannst wissen. Warte, Elvedin oder so reden lassen. Elvedin war schon dran, jetzt sind sie dran, 18 Tragen oder Tragern oder wie sie heißen, sie sind dran. Sind sie da? Dann mache ich weiter. So, Medina, wenn sie so heißen, sie sind dran. Sind sie da? Ja. Assalamu alaikum erstmal an die ganzen lieben Geschwister, die muslimischen Geschwister, auch hallo an die Christen. So, und zwar ist es so, ich habe das jetzt nämlich die ganze Zeit verfolgt und das ist wirklich wahr. Er soll nicht sagen, dass wir Muslime lügen, denn ich verfolge das. Er hat sehr viele Brüder blockiert. Das ist wahr. Und wenn er als Modi sagt, ich stehe nicht zu den Christen und auch nicht zu den Muslimen, ich bin Atheist, dann soll er fair sein und nicht ungerecht. Er soll seine Arbeit gut machen und nicht sagen, die lügen, während er sagt, die Muslime so, die beleidigen, die tun, die Muslime versuchen, die lügen und tun. Warum? Wenn er schon aus seinem Mund sagt, dass er gerecht ist, dann muss er nicht sagen, die Muslime beleidigen und tun. Da zeigt ja schon mal wieder seine Zunge den Widerspruch. Ich würde dich darum bitten, dass es allein deine Entscheidung, dir vernünftige Modis zu holen, die auch korrekt und fair sind und nicht irgendjemanden, der gegen die Christen oder gegen die Muslime sind. Ich bedanke mich. Ich wünsche noch einen schönen Abend für alle. Alles Beste, glückliche, gesunde Ihnen. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Danke. Ja, tschüss. Ciao. So, wer ist jetzt dran? Also, King of Israel, Sie sind dran. Hallo, Oliver. Ich habe beobachtet, wie die Philipp gestummt haben. Ja, ich bin selber Philipp, weißt du, die haben mich gestummt. Ohne irgendwas, weißt du. Es geht nicht, Oliver, weißt du. Ohne Beleidigung finde ich, ist es auch nicht in Ordnung, nee. Bobby hat recht.
Sie schreiben Rebecca 3 Jahre und das ist für uns halt eine Beleidigung. Die war nicht 3 Jahre, das ist absoluter Quatsch, weißt du? Und deswegen wollte ich das sagen, Bobby hat absolut recht. Man muss fair bleiben. Und wir sind nicht fair. Das kann ich dir nur so sagen, Oliver. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Gottes Segen dir. Ich wünsche dir was. Alles Beste, glückliche, gesunde. Ja. Macht's gut. Bis dann. So, Sie sind dran, Elisa. So, ja, Assalamu alaikum. Und zwar, ich sehe auch die ganze, dass hier unten im Chat keiner beleidigt irgendwie auf so eine große Art und Weise Bobby oder so. Aber auch andersrum, die Christen beleidigen uns Muslime. Und warum? Warum tut es euch weh, wenn jemand schreit, Rebecca war 3, wenn ihr die ganze Zeit beleidigt und sagt, dass Aisha mit 6 vergewaltigt wurde, ne? Das ist auch nicht korrekt so. Dann bleibt auf eure Art und Weise, genau, ihr widerspricht euren eigenen Zunge, was ihr da gerade rausspricht. Sagt, hört mal auf, wenn ihr wollt, dass keiner beleidigt, dann lasst es sein. Und außerdem, Oliver, ich will dich jetzt nicht stressen oder so, aber bitte nimm On Voice oder irgendjemand, weil Bobby ist noch zu jung und er kennt sich nicht so gut aus. Ich bitte dich. Weil guck mal, die Brüder, die sagen, die was Fakt ist, die haben nicht gesagt, Rebecca wurde vergewaltigt, sondern sie war 3. Also bitte ich dich, die sagen andersrum, Aisha wurde vergewaltigt. Das ist nicht korrekt so. Die lügen alles möglich. Die sagen, unser Prophet war ein, ich will das nicht von meinem Mund raussprechen, weil ich schäme mich, was für unverschämte Menschen wir haben, die unseren Propheten beleidigen, ja? Wir sagen nicht das. Das geht gar nicht. Oliver, wenn du korrekt bleiben willst, dann nimm einen, weil unsere Geschwister haben noch nie einmal einen blockiert, der nicht beleidigt, also ich meine, der vernünftig geredet hat. Die haben blockiert solche Leute, die sagen, Aisha wurde vergewaltigt, ihr Muslime seid, ihr betet den Stein ein und alles mögliche, die sagen, wascht eure Kopftücher, von vorne bis zum hinten, die beleidigen uns die ganze Zeit schon, Oliver. Ich bitte dich. Sonst dein Stream wird nur noch kaputt. Du weißt genau, On Voice und die Arabia Rose, die war auch korrekt. Ja, die On Voice ist auch noch Moderatorin. Die ist ja, es dann ja auch. Gut, aber ich bitte dich, Bobby ist noch zu jung und er kennt sich noch nicht so gut. Also das geht gar nicht sowas, ja? Man muss korrekt bleiben. Ich werde es ihm noch mal sagen, gleich kurz. Ich werde gleich noch mal was sagen und dann sage ich mein Standardthema und dann tue ich ja, den Stream beenden. Guck mal, die sagen, warum schreibt ihr Rebecca 3 und so. Wir sagen, Rebecca war 3, weil sie die ganze Zeit, seit 8 Wochen sagen, Aisha wurde mit 6 Jahren vergewaltigt. Ne? Das ist eine pure Lüge. Und dann sagen sie, warum? Weil wenn wir Wahrheit zeigen mit Bilder und mit Schriften, was die Rabbiner auch gesagt haben. Warum tut es denen weh? Und dann sagen sie gegenüber uns, wir sind so und so, ne? Aisha war so, Mohammed war so, ne? Mohammed war der Beste und wird auch für ewig sein, inshallah. Vielen Dank für deine Worte. So, jetzt sind Sie dran. Da liegt bei ja, hört mich? Hallo, ja. Ja, der Bobby hat vorhin ein bisschen die Unwahrheit gesagt. Als er gesagt hat, dass er zu dem Mohammed nicht geschrieben hätte, Heuli. Ich habe hier gerade den Screenshot, was er da geschrieben hat. Also er hat ganz, ganz klar gelogen. Er hat wirklich, obwohl der Mohammed nur gesagt hat, dass irgendwelche Leute ruhig sein sollen, während andere reden, der hat einfach Heuli geschrieben. Der hat einfach eiskalt gelogen. Und ich weiß, und das ist natürlich deine Entscheidung, aber ich weiß nicht, ob du so einem Lügner wirklich vertrauen willst. Nochmal, sag nochmal was, ich war gerade abgelenkt. Der hat vorhin, als der Mohammed im Chat gesagt hat, dass Bobby zu ihm Heuli gesagt hat, hat er ernsthaft gesagt, dass das nicht behauptet hat. Ich habe ihn in den Screenshot, habe ich hier eingeblendet. Er hat ernsthaft einfach nur Heuli geschrieben, weil der Mohammed gesagt hat, ja, redet nicht rein, während andere reden. Ich weiß nicht, ob du so einen Lügner wirklich vertrauen willst. Was damit gemeint ist, ist damit eine Beleidigung gemeint. Das ist ja auch nochmal, ich kann das auch nicht immer so feststellen, was als Beleidigung gemeint ist und da nicht. Ich habe doch auch ein anderes Empfinden. Ich hoffe, es ist nicht gemeint, aber es kann natürlich Sinn, ich wäre es nicht. Das ist halt. Ja. Ja. Aber danke, dass du mir das. Ist deine Entscheidung? Aber ja, danke, ich wollte dir nochmal zeigen, dass es aber belügt. Dankeschön. Ich danke dir, dass du mir das, dann kann ich ja gleich mal mit ihm drüber reden nochmal. So, dann ist jetzt noch 2 Personen, glaube ich, dran. Oder noch, ja, 2.
Nimm am besten mal den SSIS. Ich mach weiß nicht. Gleich, besten Schluss. Ja. So, Sie sind dran. Internationale Lesung, so Sie so heißen. Aisha war 6 Jahre alt, als sie mit Mohammed zusammengekommen ist. Und nach meinem Koranverständnis ist, wenn man das leugnet, dass das so ist, dann ist es Käfür. Ja, da kann man nun viel drüber streiten, wie damals die gesellschaftlichen Gegebenheiten waren. Aber das ist Fakt. Also das ist authentisch. Und zu dem Thema mit Bobby kann ich nur sagen, wenn ihr diese Behauptung aufstellt, dass er die Leute stummt und die Leute beleidigt, dann macht Screenshots und schickt die privat an den Host hier. Ne, dass der dann vielleicht den Modi wegnimmt. Aber Behauptungen aufstellen, das kann jeder. Aber wenn ihr eine Behauptung aufstellt, dann müsst ihr auch beweisen können. Und das ist das Einzige, was ich jetzt sagen wollte. Danke, dass du mir das Wort erteilt hast. Sie sind schon fertig? Ja, ich bin schon fertig. Vielen Dank nochmal. So, und jetzt sind Sie als Letzter in dieser Runde und dann beende ich die Show. So, ganz kurz nochmal, weil ich will nur ganz kurz was sagen. Ich gehe danach auch direkt wieder runter. An allererster Stelle erstmal, Oliver, das geht an dich, schau mal. Und ich bin ein Muslim und ich sage dir das nur zum Guten, wenn hier Christen hochkommen und du vertraust den Christen wirklich mehr als einen Muslim, aber du sagst gleichzeitig, du bist ein Muslim, die also Leute beleidigen, es wurde gerade, warte ganz kurz bitte, es wurde gerade schwarz auf weiß gezeigt, dass dieser Käfer, dieser Bobby, hier den Propheten mal als Heuli und dies und das, und dann sagt er auch noch, ich bin nicht gegen die Muslime, ich bin auch nicht gegen die Christen, ich bin neutral. Aber der beleidigt selber unten und er hat dir das, der widerlegt bei Dressing, hat dir das schwarz auf weiß gezeigt und der sagt und der lügt so dreist und du gibst ihm immer noch eine Plattform, anstatt du so einen Käfer einfach den Modi wegnimmst, Nummer eins. Ganz kurz, dann musst du dich kritisieren und fürchte Allah, wenn du angeblich ein Muslim bist, dann fürchte Allah, ich sag dir das ganz ehrlich, okay? Mhm. Weil ansonsten, wenn es so auf sowas kommt, dass Leute im Deckmantel von ich bin eigentlich nicht kein Christ, ich bin kein Muslim, ich bin neutral, aber den Propheten hinterlistig beleidigen und immer hier sticheln. Und welcher Käfer hat hier gesagt, guck mal, es wird schon wieder ein Muslim gestummt, obwohl er gar nichts gesagt hat. Welcher Muslim kommt hier, welcher Mensch ist hier reingekommen, hat gesagt, dass Aisha radiallahu anha vergewaltigt worden ist und ihr schämt euch nicht und nennt euch Muslim und debattiert immer noch mit diesen Götzendienern, diesen Menschenanbeter. Guck mal, kein Muslim auf dieser Welt, ich schwöre bei Allah, es gibt keinen Gott außer Allah, kein Muslim auf dieser Welt nimmt euch Christen ernst. Ich schwöre bei Allah, weder die Juden nehmen euch ernst, noch die Muslime nehmen euch ernst. Die Juden geben zu, dass die Muslime und die Juden an denselben Gott glauben. Ihr kommt mit einer Trinität, die noch nicht mal biblisch ist. Ihr betet einen Mensch an. Ihr glaubt an Menschenopfer. Ihr kommt hier rein, habt weder eine Ahnung vom Neuen Testament, geschweige denn vom Alten Testament und ganz geschweige denn vom Koran. Ihr wisst doch nicht mal, was ein Tafsir ist. Ihr kennt nicht mal einen Gelehrten. Ihr redet über Themen, die sind zu groß für eure Vorväter und nicht nur für euch. Verstanden? Und ich sage nochmal, von mir nochmal, Oliver, wenn es so weitergeht, du bist für mich einer der größten Munafikun, die ich je kennengelernt habe. Weil du bist hier oben und sagst, ich bin Muslim und dies und das, ich höre mir das mal an. Bist du aufmerksamkeitsgeil? Wenn sie sich heute nicht benehmen können, dann halte ein bisschen zu den Muslimen. Ich denke, weißt du, was Al-Walaa wal-Bara ist? Weißt du, was das ist? Loyalität. Ich habe es vielleicht mal gehört, aber richtig. Geht zu den Muslimen und lossagen von irgendwelchen Götzendienern. Ganz einfach. Lern deine Religion, mach hier nicht solche großen Debatten. Und die Leute, die beleidigen den Propheten, ihr habt kein Wissen, kein Muslim. Und ich schwöre nochmal bei Allah, ihr habt kein Wissen. Ihr habt kein Wissen, ihr seid so unwissend. Wallahi, deswegen, ihr seid kleine Kinder, ich gehe hier raus. Benimmt euch du, Oliver, fürchte Allah und gib solchen das Leuten, sowieso, die gar keine Ahnung sowieso vom Neuen Testament haben, die Aisha sagen, wir haben Quellen gebracht aus Talmud, aus das Bibel, Rebekka war 3. Geht schlafen, Janne. Ey, Olli, schau, wie er dich als Heuchler beleidigt hat. Er hat dich gerade als Monafikum beleidigt. Das ist auch Heuchler. Lass es sein. Und jetzt bin Bobby ist dran. Bobby hat da nicht, wieso tust du das gerade uninterpretieren? Er hat gesagt, wenn du weiterhin so machst, keine neutrale Plattform hier bietest, sondern zulässt, dass die Christen nein, das nein, 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 sagen, nein, dass nein, nein, hör auf, mir ins Wort zu reden. Wir hören jetzt nicht auf deine Lügen. Oliver, lies einfach den Chat, wie ich andauernd beleidigt werde als Heuchler. Bobby, ich rede gerade Oliver, lies selber den Chat. Ich
dann siehst du, was ich hier auf Sturm. So, hallo, seid mal ruhig. Olli, ganz kurz, ich sagte nur einen Satz. Ja. Ich habe die letzten 20 Minuten, 30 Minuten den Chat aufgenommen. Ich kann es dir persönlich zuschicken und dann wirst du genau sehen, wer ein Heuchler ist und wer nicht. Kannst du gerne. Danke, Oliver. Jetzt rede ich. Oliver, warte mal kurz. Oliver, ich habe die ganze Zeit gewartet. Jeder alle leise, der Host redet jetzt. Jeder redet auf mich. Ich bin jetzt dran. Der Host redet jetzt, geh raus. Also, mir ist das komplett egal, was Leute von mir, also von mir halten, oder sollte es zumindest komplett egal. Wenn ich nach der eben gesprochen hat, dieser kein Muslim sein oder fürchte Allah, das tue ich sowieso. Und wenn ich kein Muslim für manche bin, dann ist das halt eben so. Ich kann mit islamkritischen Leuten auf jeden Fall reden, aber Beleidigungen, das möchte ich nicht, wie gesagt. Und ich, Allah darf sowieso mit mir machen, was er will, weil ich glaube ja, dass er der allmächtige Gott ist, und wenn er der allmächtige Gott ist, was ich glaube, dann darf er sowieso mit mir will. Und ich glaube auch nicht, dass ich ein Paradies verdient habe, egal wie gut ich leben würde. Ich kann auf jeden Fall mit islamkritischen Leuten reden. Bobby, wie gesagt, ich gebe dir jetzt eine Chance, bitte nur bei Beleidigungen stumm. Ich lasse dich als Mutti, aber wenn jetzt irgendeine Klage kommt oder die könnten bewiesen werden, dass du irgendwie was zuwider gemacht hast, dann würde ich dir das wirklich wegnehmen. Aber ich lasse dich jetzt, ja, aber beim nächsten Mal Oliver, hör mal zu. Du lässt dich als Ungläubiger bezeichnen, ja? Erstmal, der gerade hochgekommen ist, hat nicht mal das Recht, ein Takbir auf dich zu machen, ja? Mhm. Eine Nazir auf dich zu geben. Das ist vollkommen falsch. Schaff er nicht. Erstmal darf er das nicht. Du bist geschützt bei Allah. Habe ich dir schon mal gesagt. Ne? Und die Moslems sind kein Dreck besser hier auf TikTok. Die genauso auf Jesus schlecht reden. Die Jesus beleidigen. Die auch andere Gläubige beleidigen. Ihr seid nicht besser wie die Christen als meine Glaubensbrüder. Ja, ihr seid für mich doch genauso Heuchler, lo? Ihr seid genauso Heuchler. Guckt doch mal draußen auf die Straße. Mit einem Christen, oder geht mal in die Moschee und redet mal so in der Moschee. Ich will mal sehen, ob ihr immer noch so groß redet. Hört mal zu. Respekt. Man muss sich jeden mögen, aber man sollte Respekt vor jedem Menschen haben. Ganz einfach. Respekt vor jedem Menschen ist sehr wichtig. Nochmal zu dem Alter. Warte mal kurz. Nein, ich bin gleich fertig. Jetzt gehen wir noch mal kurz zu dem Alter. Also, Jesus war 33 Jahre alt, bevor er gestorben ist. So, wo er gekreuzigt worden ist. Dann rechnen wir mal aus. Dann war Maria 48 Jahre alt. Wie alt war sie denn da? 15 Jahre. So. Biblische Alte, wie alt war die im Alten Testament? Die Matisulan, der 969 Jahre alt wurde. Jared, 962. Noah mit 59. Adam mit 903 Jahren. Bla bla, etc. etc. So, und früher, sag ich doch mal im Neuen Testament, wurden die Menschen nicht mehr so alt. Sie wurden zwischen 40 und 35. Es war gerade mal eine Zeit, wo sie nur 50 alt wurden. Das war für eine Seltenheit. So, weil Gott hat früher eine Grenze gemacht. Es gab es nämlich auch die Psalmen. In den Psalmen wird so gesprochen, die Psalmen gab es den Höchstalter zwischen 70 und 80 Jahre. Kann man mal in den Psalmen nachlesen. So, und ich finde das respektlos, dass hier Leute, ihr gibt den Leuten Schuld, die Christen Schuld, dass sie beleidigen, aber selber beleidigt ihr doch auch. Selber will ihr doch ganz schön unbeschämend. Habt nicht mal von dem Propheten Mohammed Aliyussalam oder von Isa Aliyussalam. Von dem Isa Aliyussalam habt ihr doch selber nicht Respekt. Weißt du, wie ich das manchmal von eurem manchmal bin ich gar nicht rein in die Debatten. Manchmal sieht man das in der Fall You. Da sieht man, wie manche Leute reden, wie viele Moslems, einige Moslems reden. Ja, richtig schlecht über den Isa Aliyussalam, der trotzdem bei euch ein Prophet ist. Also ich bitte euch, lo. Also bitte. Und genauso über den Noah wird auch schlecht geredet. Ne? Also nochmal, also Respekt hat man vor jedem, also ich muss nicht jeden mögen, aber ich muss vor jedem Respekt haben. Ob das ein Moslem, ein Jude, ein Christ ist. Wie lange brauchst du noch? Musst du jetzt hier predigen oder was? Das reicht jetzt, das ist keine Grenze. Diese Lehrerin, Leute, das reicht. Und ihr macht eure Scheiße auf Oliver oder was? Ihr macht die Scheiße auf Oliver, ich verstehe euch nicht. Ey, darf ich auch was sagen? Ey, mach was Showtime, Oliver, Showtime. Ja, mach ich nochmal.
Showtime. Oliver, jetzt rede ich mal. Ich habe die ganze Zeit auf Stumm. Ich habe gar nicht geredet. Jeder war mit dem. Der Olli wollte doch jetzt den Live beenden. Du bist zuerst dran. Der Olli wollte doch den Live beenden. Bobby Race. Ja, ich weiß, ich mache jetzt noch einmal eine Verlängerung, dann ist aber gut. Ja, bitte, Showtime. Einfach so stumms. So. Schwester, ganz kurz. Ich habe bis jetzt gar nicht geredet. Ich war die ganze Zeit. Das ist die letzte Show da hier, die neue. Ich nehme auch keinen mehr hoch für heute. Keiner. So. Passt perfekt. So, wir gehen jetzt mal auf die Lügen von dem einen Zionisten ein, dass er gesagt hat, dass mit 3 Jahren 3 Perioden gemeint sind. Also 3 Perioden in einem Zeitalter, dass zum Beispiel jetzt von 0 bis 5 diese Periode ist, von 5 bis 15 diese Periode ist und von 15 bis 20 diese Periode ist. Da hat er gelogen. Im Talmud, in der Nidda 44b steht drinnen, Mishnah, ein 3 Jahre und ein Tag altes Mädchen. Macht dieser ein Tag eine neue Periode aus? Also sind es jetzt 4 Perioden geworden, du Lügner. Wieso lügst du über deine eigenen Schriften? Hier steht klar und deutlich, 3 Jahre und einen Tag altes Mädchen, nicht Frau, Mädchen, dessen Vater ihre Verlobung engagiert hat, wird durch Geschlechtsverkehr verlobt, wie der Bruder Elvedin es gesagt hat. Und schauen wir nochmal, was über die Kiddushin gesagt wird. Da steht nämlich drinnen, wartet. Wo ist es? Nein. Da. Aketana, literally meaning little one, was any girl between the age, nicht between the period, between the age of 3 years and that of 12 years plus 1 day, plus ein Tag, wie wir das jetzt gerade im Talmud gelesen haben, in der Nidda 44b. She was subject to her father's authority and he could arrange a marriage for her without her agreement, ohne ihre Zustimmung darf er sie verheiraten. Jetzt schauen wir mal über die, wie es bei Aisha war und bei den Muslimen. Und ihr sagt immer, ja, Aisha, und sie wurde zwangsverheiratet und gemästet, blablabla und so weiter und so fort. Der Prophet alaihissalatu wassalam sagt, das zeige ich euch auch hier, Abu Huraira, Allah pleased with him, reported Allah's Messenger as have said, a woman without a husband or divorced or a widow must not be married until she is consulted and a virgin must not be married until her permission, nicht von ihr Vater, sondern mit ihrer Erlaubnis erst darf sie verheiratet werden. Dasselbe auch bei Aisha. Aisha hatte keine Angst und so wie ihr sagt, ja, und sie wurde es gefühlt und ihre Mutter hat sich zwangsverheiratet. Lüge! Was sagt hier Aisha? Wartet. She called me loudly and I went to her and I did not know what she had wanted of me. She took hold of my hand and took me to the door and I was saying, ha ha, as if I was gasping. And until the agitation of my heart was over, she took me to a house where had gathered the women of Al Ansar, the Helfer. They all blessed me and wished me good luck and said, may you have share in good. She, my mother, entrusted me to them. They washed my head and embellished me and nothing frightened me. Nichts hat mir Angst gemacht. Nichts. Ah, jetzt bist du leider weg. So, du bist dran. Salam alaikum, grüß dich. Alaikum salam, Olivier, du musst mich mal ganz kurz eine Sekunde bitte aufklären. Immer zusammenfassen bitte, wenn ich komme. Was soll ich denn aufklären genau? Worüber die diskutieren die wegen Aisha und wegen diese ganzen Ehengeschichten? Ja, das sind so allgemein und dass ich Beleidigungen und sowas zulasse. Ja, das kann sein, aber dann ist es mir nicht bewusst. Aber zumindest, ich lasse keine Beleidigung zu, wie es mir bewusst ist. Wenn, dann weiß ich es nicht oder ich fasse es vielleicht dann nicht so auf. Aber also auch darüber, aber ich will dir jetzt nicht die Zeit wegnehmen, mach du. Nein, ich alles gut. Am Ende. Ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade reingekommen. Ich war davor noch am Weinen wegen Palästina, weil ich wieder neue Videos erhalten habe, wie Kinder wieder am Sterben sind, wie Kinder ihre Mütter verlieren. Ich befasse mich eher mit meinem Land als mit hier Debatten, was gar keinen Hand und Fuß hat. Das hat überhaupt keinen Nutzen. Also meine Glaubensgeschwister, macht lieber Dua für Palästina, weil die Zeit, die wir hier reinstecken und investieren und debattieren, hat so oder so keinen Nutzen. Deswegen lasst uns dieses Nutzen lieber in Dua
Dua aussprechen und lieber in unseren Gebetsteppichen, weil bei Allah, ich bin fix und fertig mit der Welt. Das, was in Palästina passiert, die Kinder, ich habe wieder neue Videos bekommen, wie Kinder wieder am, geht bitte auf meine Seite, guckt euch die Videos an, ich verkrafte sowas nicht mehr. Und dann kommt ihr auf TikTok, debattieren über Christen, Muslime, Juden und hier und Streitereien und Diskussionen. Allah hat gesagt, oder in unserem Koran oder Hadith, ich weiß nicht ganz genau, wo an die Muslime steht, doch wir sollen das debattieren unterlassen. Wir gehören da, wie, da gibt es auch ein Hadith sogar darüber. Lasst es einfach sein. Hört mit diesen Debattieren auf, weil es keinen Nutzen hat. Wie oft muss ich euch das noch sagen? Es bringt nichts. Es bringt absolut gar nichts, mit den Menschen zu debattieren. Und Oliver, ich habe privat Nachrichten bekommen bezüglich wegen dir. Viele haben so gesagt, geh zu Oliver nicht rein. Wer weiß, wer Oliver ist, was Oliver ist, dies, das. Ne? Also viele schreiben mir private Nachrichten, dass ich gar nicht mehr in dein Live kommen soll, weil irgendwas hier nicht in Ordnung ist oder stimmt. Aber ich habe dich kennengelernt. Ich weiß, dass du ein korrekter Mensch bist. Du versuchst jedem Menschen das hier gerecht zu machen. Also du bist halt eine neutrale Person. Und ja, deswegen, guck mal, lass einfach diese hasserfüllten Menschen, egal ob das ein Muslim, ein Christ oder Jude ist, schmeißt die Leute einfach raus. Wenn eine Religion angreift, gib diesen Leuten keine Plattform, schenkt diesen Leuten keine Plattform. Ich habe das Gefühl, die meisten nutzen dich hier nur aus. Es geht ihnen einfach nur um Fame zu werden, um einfach nur eine Reichweite bei dir zu machen. Ich weiß nicht, was deren dreckige Mission ist, aber ganz ehrlich, lass nicht jeden Hans und Tranz in deinem Live oben. Das ist eine gute Nachricht. Kann ich auch verstehen. Gut, ich habe jetzt Gott sei Dank dieses Verlangen oder dieses Schuldgewissen, dass ich jedem das Recht machen will, nicht mehr so wie früher, aber es ist noch nicht so, dass ich mich durchsetzen kann, wie es wahrscheinlich sein sollte, sage ich mal. Aber danke für, aber ich sage gleich was, wenn die Show vorbei ist. Danke für deine Worte, das weiß ich sehr zu schätzen. Christian, du bist dran. Guck mal, wie nett diese Muslima ist. Also, das ist ja ein Wahnsinn. Im Positiven, finde ich. Christian, du musst dich entstummen. Ja, jetzt. Oliver, wie geht's dir? Ja, so nochmal. Minimal. Ja, lass dir nicht alles gefallen. Nochmal zum Thema Sura. Sura 29, Vers 46. Schöne Streitgespräche sind, bla bla, etc. etc. Könnt ihr mal selber aufschlagen an alle Moslime. Sura 29, Vers 46. Ja, könnt ihr mal bitte mal durchlesen. So, ich finde es einfach nur traurig, dass jedes Mal dein Livestream immer irgendwelche Debatten, da wird über Glauben geredet, da wird über das geredet. Dann fängt es an mit gegenseitigen Beleidigungen, was ich sehr, sehr traurig finde. Lass uns doch mal über was Schönes reden. Ja, seit Monaten immer dieselbe. Es ist einfach nur noch langweilig. Es ist langweilig und es bringt zu nichts. Es bringt nur zu Streit. Sieht man noch, was jetzt wieder rausgekommen ist. Der eine macht den Vorwurf, der andere macht den Vorwurf. Es sind nun mal Sachen, die früher geschehen sind, die man nicht ändern kann. Man muss auf jetzt gucken, auf hier und jetzt. Ja, jetzt das Beste draus machen. Wir leben jetzt in hier und jetzt und nicht in damaliger Zeit. Ne? Weil wir Menschen können nicht wissen, wann wir von dieser Erde gehen. Kann sein, dass wir heute sterben. Kann sein, dass du morgen stirbst. Kann sein, dass du eine schwere Krankheit kriegst, dass du stirbst. Dann kann es sein, dass du einen schweren Unfall kriegst und du stirbst. Ne? Kann sein, dass einer von deiner Familie stirbt, ja, denn fürchte, ne, der Tod, hört genau zu, der Tod ist der größte Ermahner und das ruft uns darauf auf, ja, auch Muslime und Christen, ob Jude oder kein Gläubiger, ermahnt uns darauf auf, besser zu sein, besser zu leben und jeden Tag was Gutes zu tun, ja, das ist das Allerwichtigste. Denn das Leben ist ein Geschenk, ja. Leben ist ein Geschenk. Sei doch mal dankbar, dass du atmest. Sei doch mal dankbar, dass du deine Arme hast, dass du arbeiten kannst, dass du laufen kannst, auf jeden dass Fall. Du das und das hast. Einfach das mal dankbar immer, sein. Das ist mir bewusst, ist wert. Ja? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist wichtig. Aber gleich sage ich das in meinem Standardthema noch. Wenn ihr euch das Oliver, du sollst dich nicht triggern lassen. Ich habe da schon mal was dazu gesagt, auch wenn mich Leute sagen, ich bin Heuchler, was weiß ich. Ne? Du weißt, wir beide haben dasselbe Problem. Aber lass dich doch nicht von anderen Leuten beherrschen und sagen, ja, du bist so. Was ist das? Brauchst du nicht. Du bist jemand Rechenschaft schuldig. Außer nur dir selber, Gott und deine Familie. Mehr nicht. Danke. Achso, Medina, ich lass dich hoch, aber nur, weil jetzt der Bobby Race gegangen ist. Ansonsten hätte ich keinen hochgelassen. Aber da, weil er gegangen ist, nehme ich dich jetzt hoch. Gut, okay. Christian, du bist jetzt fertig. Dann du wirst mal internationale Lesung. Du bist dran.
Ja, was ich noch kurz sagen wollte, zu dem, was Muslima gesagt hat, das sehe ich nicht so, weil was sie gesagt hat, ist, dass wir keine Dawa machen sollen. Wir sollen Dawa machen, wir sollen mit den Käfer diskutieren. Das sollen wir tun. Wir sollen mit ihnen ins Gespräch gehen, wir sollen unseren Islam zeigen, wie wunderschön er ist und wir sollen die Leute dafür begeistern. Also das, was hier passiert. Wenn Muslime ihre Religion vertreten, dann ist das eine Dawa. Und was sie gesagt hat, ist, nein, man soll nicht mit ihnen diskutieren, man soll gar nicht mehr mit ihnen reden, gar nicht mehr mit ihnen in Kontakt treten. Und das ist Kefir. Wenn sie das sagt, ist es Kefir. Und was ich davor schon gesagt hatte, dass ihr jetzt über Rebekka redet, über Aisha redet, belest euch. Belegt es oder widerlegt es. Das ist alles, was ich sagen wollte. Aber was Muslima gesagt hat, fand ich nicht korrekt, weil für mich ist das, für mich persönlich ist es Käfür, wenn sie sagt, dass man keine Dawa machen soll. Danke für das Zuhören. Danke, dass ich das Wort noch einmal erhalten durfte. Vielen Dank. Also, Salam alaikum noch einmal, und zwar Oliver, ich will dir ganz kurz was klar sagen. Gerne. Und zwar, du sagst, du bist Moslem, du bist konvertiert. Und Ich zwar, wenn schreibe, du. also zumindest gehe ich davon Ja, aus. aber du hast doch die Schahada Ja, gesprochen. Und wenn, genau. lass mich, ich zeige, ich rede. Du hast die Schahada gesprochen. Wenn du die Genau. Schahada ausgesprochen hast, dann bist du Moslem. Aber wenn du wiederum sagst, ich weiß es noch nicht, dann warum hast du den Islam angenommen? Lieber Bruder, das geht nicht so. Weil du gehst dann einmal raus, einmal rein aus dem Islam. Das geht nicht. Entweder du bleibst standhaft, du weißt, ich meine es nur gut für dich. Verstehst du, was ich meine? Und Also außerdem, gut, ich weiß jetzt lass nicht, dich, ja, guck mal, lass dich nicht, guck mal, weiß jetzt ist nicht, es was denn du da, nicht egal, viel besser, ich Olli, ist es denn nicht viel besser, wenn wir ein vernünftiges Thema hier besprechen, über was es sich lohnt, wo Leute auch Aufmerksamkeit bekommen, was sinnvoll ist, aber nicht über Beleidigung von Religionen. Verstehst du, was ich meine? Weil wenn einer kommt und sagt, euer Prophet war so, dann normalerweise kommt dieser Widerspruch, ne, dieser Widerspruch von der anderen Seite, dass wir dann reden müssen. Aber deswegen meine ich ja, sag, ich will keine Debatte mehr über Religion und so, rede einfach über Sachen, was schön ist, zum Beispiel im Islam, was schön ist, was ist schön im Christentum, gibt es auch schöne Sachen, es gibt halt sowas, aber nicht über Hassverbreitung. Ich habe auch vorher gesagt, mein lieber Bruder, das bringt nur Spaltung. Schau mal, dort sterben wirklich Menschen. Wir müssen wirklich an diese Menschen denken, die dort sterben. Das sind, die versuchen uns hier abzulenken mit Hass gegenüber dem Islam. Ganz ehrlich, mein Bruder, du musst doch ein bisschen sehen, und du hast den Islam angenommen, deswegen darfst du nicht sagen, ich weiß es noch nicht genau, weil du verleugnest selbst das, was du angenommen hast. Was Du hast meinst ja du mit, ich Islam weiß es noch nicht genau? akzeptiert. Egal, ich sag's gleich. Ich weiß nicht, was du Aber jetzt guck damit mal, wenn du meinst mit, ich sagst, weiß okay, es. aber wenn du sagst, du hast Islam angenommen, dann Ja. darfst du nicht wiederum sagen, ich weiß es nicht, ob das richtig ist, weil du bist ja selbst davon Alter, sind ja überzeugt. auch zwei verschiedene Sachen. Glauben und Wissen sind doch zwei verschiedene Sachen. Nur weil ich was glaube, heißt das nicht, dass Und ich sicher weiß, dass es so Oliver, ist. wenn du willst, dass wir Muslime an deiner Seite stehen und wir hetzen dich nicht gegen niemanden, dann bitteschön. Danke aber für deine Worte, wie gesagt. Also wie gesagt, Glauben und Wissen sind zwei verschiedene Sachen. Du kannst direkt noch lieber in die nächste. Also ich sage so mal, ich kann nicht wissen, dass der Islam richtig ist. Das kann ich aber absolut objektiv besehen bei keinem anderen glauben. Ich kann nur stark davon eventuell ausgehen, ob was richtig ist oder nicht. Und das ist halt beim Islam. So beim Islam gehe ich am stärksten davon aus, dass es richtig ist. Deswegen glaube ich dran. Aber wie gesagt, jeder soll das für sich entscheiden. Muslima, du hast nochmal drum gebeten, deswegen 20 Sekunden oder eine Minute, wie lange du benötigst. Dankeschön, Oliver, danke dir von Herzen. Erst einmal, Nein. ich habe gesagt, man soll das Debattieren unterlassen. Du sollst Dauer machen. Guck mal, vertritt mir nicht meine Wörter, weil ich kann das überhaupt nicht leiden. Ich habe gesagt, wenn es zu Debatten kommt, sollte man das, es gibt sogar ein Hadith darüber. Natürlich sollten wir Dauer machen. Klar, ich mache das auch in meinem Live. Ich rede auch über meine Religion. Und ich habe fünf zum Islam konvertiert. Und ich habe Atheisten dazu überzeugen können, dass sie den Islam angenommen haben, ohne Zwang, ohne Hass. Ja, aber ich rede darüber, da gibt es doch, wenn hier jemand diesen Hadith kennt, sonst muss ich das jetzt suchen, dass man das Debattieren unterlassen soll. Aber Dauer halten ist doch was ganz anderes. Klar, du gehst live, du redest über deine Religion. Oder wenn zum Beispiel jetzt hier
Missverständnis oder wenn einer keine Ahnung über den Islam hat, klar sind wir dazu verpflichtet, es den Menschen zu erklären, aber wir sollen Menschen es nicht aufzwingen. Bedeutet nicht, nur weil ich jetzt ein Moslem bin, zwinge ich eine andere Religion dazu, den Islam anzunehmen. Nein, das ist nicht der Islam. Ich rede über meine Religion, mache Dawa, entweder der Mensch hört mir zu und interessiert sich für den Islam oder wie Allah im Koran geschrieben hat, deren Herzen ist versiegelt. Also was redet ihr euch alle, verzeiht mir dumm und dämlich, wenn manche Herzen hier versiegelt sind. Also das ist völlig Bullshit. So, das wollte ich nur gesagt haben. Dankeschön, Olli, dass du mir die Zeit gegeben hast. Ach, siehst du, salam alaikum, du bist dran. Gehst du rein? Oh ja, Olli, grüß dich. Hi, hi, Oliver. Hallo, ich grüße dich nochmal. Also, ich möchte die Muslima nochmal kurz korrigieren. Also, ich denke, sie meinte, dass sie der Grund war, dass 5 konvertiert sind, weil nur Allah leitet recht, wen er will. Und natürlich dürfen wir über den Islam debattieren. Ne? Wer soll uns das denn verbieten? Allah mit Sicherheit nicht. Es gibt ein Hadith, der besagt, dass wenn jemand praktisch den Islam ignoriert, ja, an dem sollte man keine Zeit verschwenden und man sollte es dabei lassen und nicht weiter darauf eingehen. Das ist damit gesagt. Wir sollen auf jeden Fall nicht unterlassen, über unsere Religion zu reden. Verbietet uns doch keiner. Im Gegensatz. Und dass irgendjemand hier hochkommt und dem Oliver den Islam abspricht, das ist ja der größte Witz am heutigen Tag. Ne? Also du bist ein neu konvertierter Moslem und du gehst Step by Step mit dem Islam. Ja? Ne, selbst ich bin kein perfekter Moslem. Geschweige denn du als Neukonvertierter, ja, und dass jemand hier hochkommt und dir den Islam abspricht, egal wer es ist, das ist die größte Frechheit. Anstatt dich zu motivieren und zu sagen, hör mal, vertief dich mehr in deinem Islam, lese mal mehr und stärk dein Imam, ja, kommt man hoch und sagt, du bist ein Heuchler und spricht dir den Islam ab. Das ist die größte Frechheit. Ja, sowas, dagegen bin ich total allergisch. Da muss ich dem Christian da zu 100% recht geben, was er vorhin gesagt hat, das geht gar nicht. Ne? Und natürlich sind wir nicht den ganzen Tag hier im Stream. Natürlich machen wir Dauer für Palästina und unterstützen, ne? Aber das muss ja nicht jeder wissen. Ne? Der Islam sagt, wenn du hilfst, ne, deine rechte Hand sieht nicht, was die linke gibt oder umgekehrt. Ja, wir kommen jetzt nicht hoch und botzen, wir haben dies und das und dieses getan für Palästina. Wir beten, wir machen unsere Dauer für Palästina und da bin ich auch nicht mit Muslima einer Meinung, dass sie meint, dass wir den ganzen Tag im Stream sind und nichts Besseres zu tun haben, anstatt uns hier über TikTok ablenken zu lassen. Ne? Definitiv nicht. Und vielleicht irgendwelche Zocker oder die den ganzen Tag am Zocken sind bei TikTok, aber ich mit Sicherheit nicht. Und ich glaube auch viele meiner muslimischen Brüder mit Sicherheit auch nicht. Nur weil die irgendwelche Streams hier sich beigesellen, ne? Wie jetzt zum Beispiel. Ja, ich habe eigentlich meinen Standpunkt mitgeteilt und ich danke dir für deine Plattform definitiv und die ist total positiv. So, jetzt ist die Show zu Ende. Zumindest zur Show wollte ich keinen mehr reinlassen. Ich kann jetzt noch zwei Leute reinlassen. Wie gesagt, einen guten Freund von mir, der P und den anderen. Aber dann lasse ich auch keinen mehr rein. Ich mache jetzt keine Show mehr. Lass jetzt noch die anderen sagen. Ich denke mal, ihr lasst euch alle ausreden. Meine Zeit läuft, Oliver. Ach so, Salam alaikum ja, nochmal. Danach beende Salam ich die Show. Nochmal. Entschuldige, ich habe es vergessen. Kein Problem. Ich respektiere dich, ich schätze dich und ich danke dir auch, dass du mich wieder hochgenommen hast und dass du diesen Respekt an jeden Menschen gibst. Aber auf die Frage hinaus nochmal zurück, wegen der Dauer. Ich werde meine Brüder und Schwestern immer unterstützen, so viel wir können. Wir werden uns nicht angreifen lassen von irgendwelchen Menschen, die denken, die werden Allah subhanahu wa ta'ala oder unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam beleidigen. Die haben kein Recht. Die sagen, wir beleidigen Jesus und wir tun Jesus und weiß Gott was, das ist alles gelogen. Denn wir reden nicht von dem Jesus, den wir im Islam haben. Denn den leben wir mehr. Lieben wir diesen Jesus aus unserem Islam als unsere eigenen Eltern. So, aber den Jesus, den sie präsentieren, den können wir nicht ernst nehmen. Das ist der Punkt. So, deswegen, und wir beleidigen auch nicht einfach so. Wir werden angegriffen von jeder Seite. Warum greifen die nicht
diesen Buddhismus an oder diese andere Religion, die es noch mehrere gibt, machen die nicht. Die kommen immer noch auf den Islam zu. Und dann, nee, der Islam greift an, die werden aggressiv. Das ist nicht so. Wir werden Dauer machen und wir werden uns nicht runterziehen lassen, weil wir wissen, wir sind auf dem Weg der Wahrheit. Möge Allah meine Geschwister, wie die Brüder, wie die Schwestern, die Dauer machen, die sich für ihre Religion einsetzen, belohnen, beschützen und deren Kraft geben. Amen. Und dich auch, Bruder, recht leiten und dir die Kraft geben, dass du deine Religion Schritt für Schritt mehr lernst und mehr praktizierst. Ich habe nicht so viel Wissen, aber mit diesem Wissen, was ich habe, spreche ich, die Brüder machen das Richtige. Und ich werde meine Geschwister unterstützen, so viel ich kann. Denn das mit, das ist Schwachsinn, diese Gespräche und Debatten, das ist kein Schwachsinn. Nein, nein, definitiv nicht. Ich finde das richtig, dass die Brüder das machen. Und auf die Frage, jetzt zu Bobby, was hat eure Dua bis jetzt gebracht? Das ist schon mal respektlos, dass du das sagst als Modi. Ne? Als Modi solltest du das nicht sagen. So, ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Das waren jetzt meine Worte, denn wir werden Dauer machen, bis wir sterben, inshallah. Salamun alaikum. Dir auch am besten. Mach's gut, jetzt beende ich schon. Und dann jetzt würde ich gerne Christian und Peparim, die können gerne jetzt mal was sagen. So, Christian, wenn du willst, kannst du anfangen. Du wolltest ja gleich. Oder Peparim, fang du an. Salamu alaikum. Ja, ich wollte nochmal was sagen. Und zwar folgendes, was ja die, ich bin gleich fertig. Was die Mosema da gesagt hat, war es richtig. Und nochmal. Dauer und Dien bedeutet, niemanden aufzwingen und danach weitergeben, wenn es einer nicht respektiert. Das ist nochmal das ganz Wichtigste. Darüber gibt es auch ein Hadith, aber ist ja egal. Ihr redet ja alle von Hadithen. So, jetzt, ich mache mal die Kamera, schrick die, dreh die mal um, dann musst du mich auch mal auf groß machen, wenn es ja geht, bitte, Oliver. So, ich muss jetzt nochmal die Kamera richtig einstellen. Also, wenn man schon von was redet, dann sollte man auch, warte, ich guck mal, ob das jetzt funktioniert. So, funktioniert das jetzt? Ja. Zum Beispiel, hier haben wir jetzt diesen Hadith, ja? Könnt ihr mal lesen, ich zeige euch ein paar Hadithe, was es darüber gibt. Ne? Habt ihr gelesen? Christian, wir kennen das. Warte, ich möchte Ihnen das kurz zeigen, also den Oliver. Ich kenne das alles und ich werde dem Bruder Oliver das erklären. Ich kenne das, brauchst du nicht zeigen. Aber Respekt von dir, Dankeschön, dass du so nett bist und zeigst. Christian, ich habe eine Frage. Bist du ein Muslim? Also erstmal, das Wichtigste ist, ich bin Mensch. Ja? Ich bin ein Mensch, der an Gott glaubt. Ja? Ich glaube an Jesus Christus. Ein Gott, der ein Mensch ist oder ein Gott, der ein Allmächtiger ist? Also ich sag noch mal. Also, nochmal zu erklären. Gott, ne, zum Beispiel, wo du geschaffen hast, gehst du mal beim ersten Mose rein. Beim ersten Mose war Gottes Geist auf dem Wasser. Ja oder nein? So, schon mal interessant. Dann, der Heilige Geist kam auf Maria, damit sie schwanger geworden ist. Ja, dass Jesus geboren ist. So, und dann wurde Jesus getauft und der Heilige Geist kam auf ihn. So. Und dann steht noch in der Bibel, so taufet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, steht in der Bibel drin. Okay, so. Dann ist noch sehr interessant, nach der Kreuzigung von Jesus, an das, was ich glaube, steht auch drin, dass er zum Rechten des Vaters sitzt und dass er einen Beistand sendet. So, und der Beistand ist der Heilige Geist. So, das ist doch mein Glaube. Ne? Und ich glaube an das, was ich möchte, genauso wie auch ihr an das glauben tut. Christian, möchte. Das ist doch, es ist euer Glauben, den ich respektiere. Ne? Und somit erwarte ich aber auch gleichzeitig, dass auch mein Glauben oder dass die Leute auch unseren Glauben respektieren. Und damit möchte ich auch noch was anderes noch dazu, möchte ich kurz noch eingehen. Und zwar folgendes. Ne? Dauer und Dien bedeutet nicht aufzwingen. Dauer und Dien bedeutet auch nicht, jemanden seinen Glauben so reinschlagen, du musst, nein. Wenn einer sagt, nein, ich möchte nicht, geht man weiter.
Ne? So, und wir leben nun mal in ein Deutschland. Wir leben nun mal in Deutschland und ich warte mal. Wir leben in Deutschland und ich will, warte, lass schon ausreden. Machen wir leben in Deutschland. Lass mich doch bitte ausreden. Lass mich doch bitte ausreden, Beramim. Lass mich doch bitte ausreden. So, ich bin gleich fertig. Wir leben in Deutschland und ich bin Deutscher. Und wenn ich mir das anhören muss, es gibt auch viele andere Moslems, die hier geboren sind, ja. Ich finde das traurig, dass man zu unserem Land oder zu Deutschland sagt. Okay, Christian David, hörst du bitte zu Lüge? Du hast gerade schiitische Hadithe gezeigt. Warum zeigst du schiitische Hadithe? Der lässt nicht mal. Was schiitische Hadithe? Warte, geh nach oben. Was schiitische Hadithe? Geh nach oben. Was ist Usul al-Kafi? Bihar al-Nawar? Was ist das? Das sind schiitische Bücher. Warum lügst du? Hier, warum steht hier? Warum steht hier? Das sind schiitische Bücher. Soll ich jetzt auch mit Zeugen Jehovas kommen? Jemand, der soll ich mit Zeugen Jehovas kommen? Verliert die Meinigkeit. Zeig die komplette Quelle, damit du dich blamierst. Zeig die komplette Quelle. Warte mal. Steht hier nicht schon Prophet Mohammed? Zeig die komplette Quelle. Zeig hier. Ich komme jetzt auch mit Zeugen Jehovas. Warte, ich mache jetzt meinen Laptop an. Ich komme jetzt mit Zeugen Jehovas. Warte. Hör mal, Christian. Guck mal hier. Christian sagt, das sind schiitische Quellen, dann sind das schiitische Quellen, Mann. Da ist Usul al-Kafi, Bihar al-Nawar, das sind schiitische Bücher. Ja. Der lässt nicht mal. Christian David, warum lügst du? Ich komme jetzt mit Zeugen Jehovas, kommt der mit vier Quellen, würde die Leute täuschen. Und Anasis und Perpabien. Ich liebe euch, bei Allah, ich liebe euch vor Allah. Aber geht nicht debattieren, wenn ihr keine Ahnung habt. Bei Allah, wäre ich jetzt in Show gekommen, das wäre niemals aufgefallen. Ja, das stimmt. Warte mal, ich hüte was anderes raus. Nein, hol gar nichts raus, du hast dich schon blamiert. Der kommt mit Bihar al-Nawar und Usul al-Kafi. Was hab ich mich denn blamiert? Geht bei Schiitischen damit, warte. Also erstmal, es gibt da eine Sura, wo es heißt, man soll debattieren und streiten, oder nicht? Hör mir auf, Wallahi, hör mir auf. Du hast gerade gelogen, komplett. Ich hab überhaupt nicht gelogen, das steht doch hier drin. Das wird gepostet, damit alle Leute sehen, dass du ein Lügner bist. Und Oliver, lass dich bitte nicht durchgehen. Du lässt mich als Lügner, pass mal auf. Guck jetzt, warte, guck jetzt. Ja, mach ihn bitte stumm. Oliver, mach ihn stumm, bitte. Oliver, kannst du dich bitte auf Gruß machen? Nochmal. Ich mache jetzt nochmal eine Show. Ja, aber diese Show ist unnötig. Dann kann keiner den anderen ins Wort fallen. Oh Gott, ey. Wir brauchen das nicht. David ist wieder dran, obwohl der schon 10 Minuten geredet hat. Nur zwischen euch drei mache ich. Die anderen, denke ich mal, wollen dazu nichts sagen, vermute ich mal. So, du bist zuerst dran, Christian, dann du, Peparim, und danach du, Tauhid. Christian, du bist dran. Du musst dich entstummen. Also, er soll erstmal zeigen, dass es Schierquellen sind. Ne, er soll erstmal zeigen, ob das Schiitenquellen sind, weil ich habe hier geguckt, Streiten im Islam, alhadise.de, ja, so, da bin ich draufgegangen, habe das gelesen und er sagt, es ist Schiitenquelle, ja, es ist Schiitenquelle, sagt er, finde ich schon ziemlich lustig. Es gibt auch mehrere, Mohsen Burari, soll ich auch Mohsen Burari raussuchen? Soll ich jetzt auch in der Moschee gehen? Soll ich mal sagen, halt mal bitte Mohsen Burari raus? Da kann ich euch mit Abu Dawud kann ich auch noch raussuchen. Soll ich euch noch mehr Sachen raussuchen oder was? Also erstmal, ich bin nicht derjenige, der über den Islam hetzt. Ja, das bin ich nicht. Ich finde es immer wieder lustig, dass Leute sagen, ich bin voll Lügen, voll das und das und das. Nein, bin ich nicht. Ja, ich war so nicht gewesen. Und das, was ich hier lese, war selbst in der As-Salam-Moschee in Essen. Selbst in der As-Salam-Moschee haben wir gelesen, so. Rede ich lüge, subhanallah, die Moslems, die sagen, ich lüge. Also nochmal, wenn du ein falsches Zeugnis ablegst und einen schaden möchtest, indem du sagst, er lügt, ja, hast du auch eine Strafe, laut nach dem Islam. Ja, du darfst jemanden Schaden zufügen, genauso auch nicht lügen, auch nicht über Nicht-Moslems. Ja, darfst du genauso auch nicht lügen. So, nochmal, wir leben in Deutschland. Ich bin hier in Deutschland geboren und ich finde es immer wieder lustig, dass Leute sagen, wir sind Erkehr-Verun, wir sind Ungläubige, aber leben hier in Deutschland. Ja, ich bin Deutscher, ich liebe mein Land, aber ich liebe nicht das, was die Politiker machen. Ja, und ich liebe vor allen Dingen, liebe ich keine Ungerechtigkeit. Ich hasse Ungerechtigkeit. Ja, ich bin Deutscher, ich liebe mein Land, ich liebe die Multikulturelle, aber ich liebe auch das Kulturelle von den Deutschen. Ja, weil ich Deutscher bin. Ich habe deutsches Blut. Wir haben alle, jeder sein eigenes Blut. Aber trotzdem sind wir ein, normalerweise, wenn man mal richtig sehen würde, nach dem Stammbaum gehen würde, ist jeder irgendeine Ecke irgendwo verwandt. Mein Gott, immer dasselbe hier. Ich
Boston, Christ, Jude, bla bla bla, ey, echt Kindergarten, Mensch ist Mensch, hallo, Kindergarten hier, immer dasselbe auf TikTok, dann geht man in der Moschee, dann redet man so über den Israel-Selem so respektlos, oder geht man in der Gemeinde, redet man so über mit den Christen so, was weiß ich, was soll das, lo? Was soll das? Keiner Respekt vor anderen, immer nur TikTok dasselbe, genauso auch hier Telegram, genau dasselbe, gehe ich auf TikTok, gehe ich auf Instagram, wird darüber nicht geredet. No Politik, no Religion, no Drama. Fährt nicht aus, ich werde auch darüber nicht mehr reden. Es macht ihr doch, was ihr wollt. Haut euch die Köpfe ein. Ich habe keinen Bock mehr. Es ist reiner Kindergarten. Ne? Gut, so Tauhid, jetzt bist du. So, ich bin jetzt dran. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala rasulillah, bismillah, rahman, rahim. Er hat gerade gesagt, beweis mir, dass es schiitische Bücher sind. Hier, was steht hier? Bihar al-Anwar, was steht hier geschrieben? Ist eine Sammlung der schiitischen Hadith-Sammlung. Mach ich weiter. Sule Kafi hast du gerade erwähnt. Schiitische Hadith, warum erwähnst du schiitische Hadith, du kleiner Lügner? Du hast gerade gesagt, ja, laut eurer Religion sind wir Ungläubige. Was sind wir Muslime und was sind Juden für euch? Laut 1. Johannes Kapitel 4. Wir sind genau ebenfalls Antichristen für euch. Deswegen hör auf zu lügen. Jetzt erklär mir bitte Sachen. Jetzt komme ich mit richtigen Quellen. Nicht mit Zeugen Jehovas oder sonstiges, was du gerade machst. Und zwar in 5. Mose Kapitel 1, Vers 2 bis steht geschrieben. Der Gemeinde Jahwes von deinem Gott steht geschrieben. Darf keiner angehören, da durch Hoden, Zerquetschung oder durch das Abschneiden der Harnhöhre, sprich laut dem Genitalbereich, verstümmelt ist. Warum kann dein Gott, du sagst Mensch ist Mensch, okay, warum tut dein Gott Menschen verachten, die zerquetschte Hoden haben und ein zu langes Geschlechtsteil haben? Machen wir weiter. Ein Vers steht weiter geschrieben. Es sollen auch keine Hurenkinder in die Gemeinde des Herrn kommen. David beantwortet diese Frage. Was hat dein Gott gegen Hurenkinder? Und was hat dein Gott gegen Leute, die zerquetschte Hoden haben? Das steht in deiner Bibel. Im Psalm 68, Vers 65 steht geschrieben. Da erwachte der Herr wie aus dem Schlaf, wie ein Held, der betäubt war vom Wein. Ist dein Gott etwa besoffen, dass er betäubt vom Wein ist und er aufsteht vom Schlaf wie ein Held? Bitte hör auf, dich anzulügen. Hör auf, dich selbst anzulügen. Du kleiner Kadab, du kleiner Lügner. Öffne mir mal jetzt zusammen Psalm 18. Psalm 18, da steht alles in deiner Bibel. In deiner Bibel steht geschrieben, dass Gott, dein Gott die Füße gewaschen hat von den Jüngern. Was steht geschrieben? Wo haben wir das? Ah, das war, glaube ich, ein anderes. Egal, khair, inshallah. So. Wie gesagt, wir machen das kurz. Ich habe dir gerade gezeigt. Bihar al-Anwar, was ich gerade gezeigt habe. Schiitische Quellen. Kitab al-Kafi, was du gerade gezeigt hast. Schiitische Quellen. 1. Johannesbrief. Laut euch sind wir auch Antichristen. Okay, ihr seid auch genauso Ungläubige in euren Augen. Wir kommen nicht ins Paradies laut euren Glauben. Beantworte mir deine Frage. Meine Frage. Was hat dein Gott gegen Menschen, dessen Hoden zerquetscht sind und deren Geschlechtsteil zu groß ist? Und es sollen auch keine Hurenkinder in die Gemeinde des Herrn kommen. Beantworte mir diese Frage. Beantworte mir diese Frage. Was dein Gott gegen solche Menschen hat. Und beantworte mir auch die Frage, warum dein Gott besoffen ist. Laut Psalm 78. Beantworte mir diese ganzen Fragen. Und Allah sagt in Sure 60, Vers 8, dass uns Allah erlaubt. Er erlaubt uns gegen Ungläubigen, gegen Juden und Christen gerecht zu sein. Wenn sie uns nichts angetan haben. Allah sagt in Sure 60, Vers 8, Allah verbietet euch nicht gegenüber diejenigen, die nicht gegen euch die Religion bekämpft haben, aus ihren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und gerecht zu behandeln. Boom, boom, fertig. Vielen Dank. So, Peparim, jetzt bist du dran. Und okay. Danach wollte ich mich nur verabschieden von euch, dann wollte ich nur den Christian oder noch vielleicht, da waren aber zwei gegangen, die oben haben, aber sprich du, Peparim, du bist dran, Entschuldige. Auf jeden Fall, erstens bin ich gekommen, damit ich mit dir rede, weil der Bruder Tauhid hat recht, ich habe ihn erstmal aussprechen lassen, weil ich bin nicht der Typ, der ihr kommt, perverse Sachen zu sagen oder zu machen, hin und der, das, dein Gott hat das, dein Gott hat das, subhanallah, wir sind Muslimen, erstens, alhamdulillah, und Tauhid, ich bitte dich, nächstes Mal mehr Respekt, ob ich gut bin oder nicht gut bin, Allah weiß das, du bist nicht allwissend, ich bin auch nicht allwissend, ich wusste das, aber bei mir ist so, wenn ich rede mit den schönsten Arten und Weisen, wie uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat, erstens. Zweitens, auf jeden Fall, Bruder, ich wollte den Oliver, dem Bruder, ein Nasir geben, sagen, dass er nicht mit Christen bleiben und reden darf, weil sein Imam uns schwach ist. Er darf nicht, laut unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn die Christen mit den Muslimen reden, entweder reden die mit den schönsten Arten Weisen oder die reden nicht und wir Muslimen müssen rausgehen. Warum soll's
wenn er uns beleidigt, unser Gott und Mohammed beleidigt, wir als Muslim müssen sofort rausgehen. Muss, das ist eine Pflicht. Oder wir reden mit den schönsten Art und Weise. Aber ich bin hier nicht gekommen, zu sagen, dein Gott, die Eier hin und her, dies und das, Bruder, das ist nicht meine Art zu reden mit Menschen. Wenn ich mit Menschen rede, dann mit den schönsten Art und Weise und versuche, die Menschen in den geraden Weg zu bringen. Er zum Beispiel, Bruder, ich wollte nur Oliver warnen und sagen, Bruder, Oliver, der Christ, der Christian da, guck mal, der Typ, der ist ein Typ, Bruder, der macht Fitna gerne, der ist gerne Fitna, der kann nicht anders, der muss mit diesem Leben, diese Fitna, der kann anders nicht. Ich bitte dich als Muslim, dass du erstmal in Moschee gehst, deine Imam stärkst, deine Glauben stärkst, deine Wissen eineignest, erstmal diese Sachen, Oliver. Und wenn du das kannst, Oliver, dann kannst du mit anderen Leuten debattieren, darfst du, aber mit den schönsten Art und Weise. Ich als Bruder, ich bin viel älter als du, als Tauhid auch. Ich bin fast so alt wie Tauhid und ich erwarte Respekt von Brudern. Und nicht, wenn du keine Wissen hast, brauchst du nicht reinkommen, Bruder. Ob ich Wissen habe oder nicht, Allah weiß das. Weißt du, weil ich kann auch mit Sachen kommen, wo du nicht weißt, aber das wollen wir nicht, Bruder. Wir sind Brüder, ich liebe dich für Allah. Ich danke dir, dass du mir diese Nasir gegeben hast, Bruder. Ich gebe dir auch einen Nasir, weißt du, möge Allah uns vergeben, verzeihen, Bruder. Wir sind niemand. Wir sind, wie Allah im Koran sagt, wir sind nur Dieners Allah. Und das Beste ist, was wir Allah nur dienen sollen und Allah uns inshallah vergeben soll, Bruder. Lass mal diese, dein Gott, Shakwet Shtaya, Bruder. Das gehört nicht zu uns Islam, Bruder. Das hat unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns nicht beigebracht. Wenn einer so ankommt, kannst du auch, Bruder, aber auf jeden Fall, Bruder, Oliver, ich bitte dich, lern erstmal deinen Din, Islam und deinen Imam stärken. Das ist mein Wunsch von dir. Assalamu alaikum. Okay, du hast alles gesagt. Kann ich dich runtertun, Peparim? Wenn du alles hast, dann würde ich auch Tauhid runtertun, wenn ihr alles so gesagt habt. Und ach so, warte. Ich muss die Show beenden. Ich wollte ja beenden jetzt. Also. So. Oliver, ich habe einen Fehler, ich hatte ja keine schlechte Absicht gehabt, ja? Oliver, warte kurz, ich hatte keine schlechte Absicht gehabt, ich habe bloß gesagt, Streiten im Islam habe ich gezeigt, ja? Streiten im Islam bin ich gekommen und dann kam auf einmal diese Seite. Streiten ist nicht erlaubt im Islam, bitte Christian David, hör zu. Warte mal, ich möchte mal etwas sagen, einen Moment. So, jetzt warte mal, jetzt gehen wir mal auf Masken. Alamanim, Moment, der Gläubige, ja? Ich habe dir gerade gesagt, dann versuchen wir irgendwelche Sachen zu erklären. Guck mal hier, Sunni-Seite, Sunni, ja? Bitte, lass mich reden. Politische, warte mal. Nein, versuch nicht irgendwelche Hadithe zu zeigen. Ich habe dir gerade 1000 Sachen überlegt. Komm her, ich schieße doch auch drauf wegen Streit. Warum? Warte mal, einen Moment, Christian David. Ich habe dir gerade Sure 60, Vers 8 gezeigt. Warum antwortest du nicht auf? Das Prophet Allahs Segen und Heil auf ihn sagt. Warum redet er weiter? Warum redest du weiter, Christian David? Dir hört keiner zu gerade. Ich möchte mal etwas rausholen. Egal, ob der weiterredet oder nicht. Und zwar, Peparin, ich habe dir gesagt, kann sein, dass du Sachen weißt, was ich nicht weiß. Du weißt aber auch viele Sachen nicht, was du nicht weißt. Guck mal, bitte stimm dir mal kurz, Oliver. Er redet dauerhaft. Nein, das ist auch nicht. Hier steht doch selber drin, Richtung Thema Streit. Und hier ist auch das Thema Heuchler. Ja, ne, ein Heuchler. Wer ist ein Heuchler? Die Bruder, Eigenschaft eines Heuchlers. Nur einer. Tauhid, lass ihn doch bitte. Bruder, er beleidigt um den Islam. Ihr sagt, lass den. Lass ihn doch aus. Allah sagt im Koran, ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers weitergelesen habt. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Vers weitergelesen habt. Allah sagt im Koran, rede den Leuten der Schrift auf beste Art und Weise. Außer die übles Tue. Außer die übles Tue, sagt Allah im Koran. Olli, mach mal stopp. Ich möchte jetzt darüber irgendwas in einem anderen Live besprechen. Oder zumindest nicht mehr in diesem Live heute, wenn dann vielleicht in einem nächsten Live bei mir. Weil, wie gesagt, ich denke mal, ihr werdet eh auf keinen Nenner kommen. Alles gut, David. David, sag ich. Oliver, sag mal ein letztes Wort, dann denke ich auch raus. Und Peparim auch deine. Ich sag meine letzten Worte, dann bin ich auch raus. Dann kannst du auch ruhig den Stream beenden. Und zwar, ihr lässt den Islam beleidigen, ihr lässt ihn ausreden, indem der schiitische Hadithe bringt, okay? Und dann stimmen doch Asis zu, ja stimmt, Bruder, du hast recht, dies und das. Ich sage euch, Allah sagt im Koran, ob das ein Sunnit oder ein Schiit ist, ob das ein Sunnit oder ein Schiit ist, wenn einer die Schahada sagt, der ist Muslim. Tauhid, ich hab dir zugestimmt, nicht ihm, Tauhid. Ich hab dir zugestimmt. Aziz. Gott sei Dank, der ist weg. Aziz, schau mal. Ist ja nicht auszuhalten hier mit euch. Ein Durcheinandergequatsche. Jetzt hält's mal mein Gott.
Aziz. Nee, halt du die Backen. Nee, ich möchte jetzt mit Aziz reden. Ich bin jetzt dran. Und wenn ich das Geseier höre von euch, Muslime, da kriege ich ja die Hakenkreuze. Alter, das ist ja nicht auszuhalten. Gut, Moni, du kannst jetzt deins sagen, ich habe dich ja hochgenommen, aber jetzt lasse ich keinen, weil ich habe euch nur hochgenommen, weil zwei abgegangen sind. Aber deswegen bitte möglichst respektvoll bleiben, keine Beleidigungen. Das möchte ich. Und jetzt sagst du, Moni, was dann du, Daniel Reuter, und dann bin ich mit meinem Thema dran. Ja, also ich finde das hier dermaßen beschränkt, was hier andauernd abläuft bei dir, Olli, in deinem Live-Chat. Die Muslime, die machen hier einen Hype über ihre angeblich tolle Religion. Und du bist leider dahin konvertiert. Schade, schade, schade. Einen lieben Gruß von einer Christin. Einen lieben Gruß. Und da kannst du mich jetzt rausschmeißen. Und die ganzen Muslime, die hier da drinnen da sind und sich hier immer wieder alles rechtfertigen. Die Muslime haben hier in der ganzen Welt nur Kriege angezettelt. Und das ist Fakt. Gute Nacht. Vergiss deine Kreuzzüge nicht. Mone, ach, mein Gott, ey. Mein Gott, was ist denn jetzt hier die letzten Jahre passiert in Deutschland? Wer kann nicht mehr baden gehen? Mein Gott, was führt ihr euch hier auf? Ja, aber das ihr führt euch auf für ein Stück Scheiße in unserem Land. Ihr. Aziz, lass sie aus. Sieht Gelder und schickt es in eure Familien. Ach, eine von der. Und ihr geht nicht arbeiten. Haltet die Fresse. Einfach haltet die Fresse. Viele AfDs. Ich weiß Bescheid über euch. Mein Gott, ey, was seid ihr? Ihr seid nur Pillepalle. Ihr seid nicht in Corona-Zeit auf die Straße gegangen, gar nichts. Da habt ihr euch einfach nur verkrochen. Nein! Und jetzt geht er mit der Palästina-Flagge auf die Straße. Ihr habt doch den Latten am Zaun. Mein Gott, seid ihr flach. Flach seid ihr, flach. Ganz flach. Gut, Moni, ich bin jetzt runter. Ich will versuchen zu verstehen, was du meinst. Vielleicht hast du auch viel Schmiss erlebt oder so. Aber. Nee! Ich danke dir, dass du da bist. Nee! Mach dir raus, Oliver. Ich danke dir trotzdem. Ich wünsche dir was. Oliver, so, bin ich jetzt dran. Noch eine Sache sagen. Oliver, lass mich noch eine Sache sagen. Schau mal. Guck mal, ich habe vor uns, er sagte, sagt mich Lügner, ich sag das, was ich im Internet gesagt habe, ja. So, ich habe nach Quellen gesucht, dann habe ich ihn auf einmal die sunnitische Quellen gezeigt. So, die wollte er nicht hören. Hör auf jetzt damit. Warte, ich habe die sunnitische Quellen gezeigt, ich habe einmal die schiitischen Quellen gezeigt. Wann bin ich denn jetzt dran? Daniel, lass mich ausreden. Also, ich habe die sunnitische und die schiitische, ich habe erst die schiitische, dann habe ich die sunnitische Quellen gezeigt. Und nochmal, die Leute, die sagen, dass so und so, bla bla, etc., etc., also nochmal, die haben die Schahada, auch ein Sunnit und ein Schiit haben die Schahada ausgesagt. So, wer die Schahada aussagt, ist Moslem. Ganz einfach. Nein, ich lüge nicht. Ich, pass auf, selbst in der Aslamuschie. Nein, selbst in der Aslamuschie habe ich es auch nur so kennengelernt. Ja, ist so. Was ich lüge nicht. Was Allah im Koran sagt, nicht was du mir sagst. Wer bist ja, du, aber sagst, der Koran habe ich auch zu Hause. Hast du gelesen? Was Koran? Der Koran ist falsch. Okay. Nimm mal Sura 4, Vers 80 im Koran. Lies mal vor, was da steht. Lies mal vor. Ja, also, dass du anhören musst, dass ich gegen den Islam hetze. Weil ihr sagt, dass ich mir anhören muss, dass ich über den Islam hetze, ist erstmal total Blödsinn. Nein, es ist total Blödsinn. Das ist total Blödsinn. Hör mal zu. Ich mach Fitner. Wo mach ich Fitner nicht einig? Wo mach ich Fitner, Lo? Was gab es? Oliver, mach nicht. Wo hab ich? Warte mal, ich habe bis jetzt jedes Mal war ich respektvoll. Ich war bis jetzt jedes Mal respektvoll über die Moslems, ob das ein Sunnit ist, ob das ein Schiit ist. Ich war jedes Mal respektvoll.
Pass auf, ob das ein Sunnit ist, ob das ein Schiit ist, ein Alevite, war ich respektvoll. Bis jetzt war ich immer respektvoll. Ich habe von denen keinen einzigen beleidigt. Und ich lasse mir von euch auf TikTok nicht erzählen, Oliver, dass ich ein Heuchler bin, dass ich ein Nukaper bin. Ja, das lasse ich mir von euch nicht sagen. Hast du mich verstanden? Von keinen. Und das kannst du auch den Dawid, wenn er noch zuhört, auch noch ausrichten. Ich habe viel andere Probleme, als mich die ganze Zeit mit diesem Kacksinn zu beschäftigen. Ob das ein Christ, ein Moslem ist, eure Debatten bringen nur Hass und Zwiespalt. Ob das ein Christ ist, ein Moslem, ihr seid doch alle nicht besser. Ihr seid nicht besser, seid ihr. Ihr seid nicht besser, hochmütig seid ihr. Ihr seid hochmütig. Ihr seid hochmütig. Die letzten 3 Minuten, Christian, dann musst du mich dich aber raus. Ja, das kann ich jetzt. Du hast 3 Minuten jetzt nochmal. Schluss, Christian. Ja, ich finde das einfach nur, Oliver, ich finde das scheiße, dass dein Stream, aber egal von welchen Glaubensrichtungen, okay, ich habe mitgemacht, das ist wahrscheinlich auch meine eigene Schuld, ja, aber ich habe die sunnitische und die schiitische, die erste schiitische, dann bin ich auf die sunnitische gequält, weil es sind ja nicht alles nur Sunniten, es gibt auch Schiiten hier, es gibt Aleviten hier auf TikTok, ja, es gibt auch verschiedene Christen, Glaubensrichtungen von Christen. So, ganz einfach. Und dann kannst du nicht sagen, du bist kerferund und machst Takbir auf andere Leute. Was ist das so? Was ist das so? Da geht man in eine Moschee rein und fragt mal die Leute, ob das so wichtig ist, wie ihr euch verhält. Wie ihr euch da verhält. Und genauso auch die Christen sollen mal in die Gemeinde gehen, mal fragen, ob das so wichtig ist, wie die sich verhalten auf TikTok. Ja? Und ihr wundert euch, dass gegenseitig Hass und Wut ist. Ihr wundert euch, dass dann auch mal ein Krieg herrscht. Ja? Dass ihr auch mal in Deutschland dass ich das Volk oder was weiß ich, Bürgerkrieg dass hier ein Bürgerkrieg dann irgendwann ist hier in Deutschland. Mich nervt das. Ihr macht euch alles so auf, als wärt ihr was Besseres. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Menschen. Ganz schnell kann es passieren, dass wir alle auf einmal weg sind auf der Erde. Kann ganz schnell passieren. Kann Komet runterfallen. Atombomben. Es kann das und das passieren. Wir sind nur ein kleines Stück sind wir. Da sind selber die Hunde besser wie wir Menschen. Ich gebe lieber einen Hund die Pfote, eine dreckige Pfote gebe ich lieber. Das ist so ein Hund, der eine dreckige Pfote hat, nämlich die viel lieber in der Hand, als von einem Menschen. Von einem Menschen. Der Mensch ist von Natur aus dreckig. Wie viele Jahrtausende gibt es nur Kriege? Wie viele Jahrtausende haben sich gerade Kulturen und Politiker bekriegt und erschossen, umgebracht? Überall dasselbe. Ja, keiner ist besser wie der andere. Und ein Krieg sterben überall Menschen. Auf beide Seiten. Nicht nur auf der einen Seite, lo. Reicht langsam mit euch. Ihr mit euren Debattenkacke. Lernt mich langsam auf Christ oder Moslem oder Jude. Habt ihr kein Benin beigebracht? Wir sind alle Menschen, sterben alle. Reicht langsam. Und Oliver, ich bin traurig, dass jedes Mal deine Streams, jedes Mal so von dermaßen eskalieren, ne? Und das, ey, Junge, checkst du das nicht, dass überall nur Streit ist, immer wenn diese Debatten, genauso über Politik, nur Politik, nur Religion, nur Pharma. Und ich werde mich auch aus dieser Debattenscheiße einfach distanzieren. Kein Bock mehr auf diese Scheiße. Und Oliver, wenn es auch wenn es bei dir weiter so geht mit dieser Debatte, habe ich auch keinen Bock mehr hochzukommen. Ja, lass uns doch mal über was anderes reden. Das, das darfst du für Oliver, dich so entscheiden. Oliver, lass uns mal einen autistischen Abend machen, wo Autisten bei deinen Livestream sind. Ja, wo man mal reden kann. Aber das hier bringt doch nur zu Streit. Ey, mein Kopf ist gefickt seit Monaten, seit paar Wochen kein Schlaf mehr wegen dieser ganzen Scheiße. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Oliver, und den restlichen Leuten auch einen schönen Abend. Gottes Segen. Salam alaikum barakatuh und Shalom alaikum. Ja, so Pibarim, jetzt bist du dran. Bin ich froh, dass ich gleich meins sagen kann. Salam alaikum, Brüder und Muslimen. Nochmal. Oliver, ich habe nur eine Frage an dich, Bruder. Wallahi, ich verstehe dich langsam nicht. Alles gut, du darfst fragen. Bist du ein Muslim, mein Bruder, oder bist du nicht ein Muslim? Damit ich. Ich glaube daran. Möge Allah deine Imam stärken und deine Wissen mehr geben. Kannst du einen Bruder von mir hier reinnehmen? Das genau mein Leibbruder. Guck mal bitte. Wer ist das? Ja, ich sagte sofort. Wie heißt der? Ja, warte. Wie der heißt? Omar ibn Qatar. Okay, jetzt aber wirklich die allerletzte. Ja, ich wollte eigentlich gar keinen mehr hochnehmen, aber richtig. Okay. Guck ich mal, Bruder. Jetzt wirklich zum Atmen, aber dann ist jetzt keiner mehr hoch. Gut, okay. Ich nehme hoch. Oliver, ich habe dir der Bruder hier was schreibt. Hm? Guck mal, Oliver. Ich habe dir gesagt, wenn jemand den Islam beleidigt oder unser Prophet Muhammad, wir dürfen nicht mit den Leuten zusammenbleiben. Wir dürfen nicht, wallahi dürfen wir nicht.
Weil diese Sünden, was er macht, das kommt alles auf dich zu, meinem Bruder. Und ich möchte nicht als Bruder, dass du doch diese Sünden bekommst. Und der Christian, der ist ein Mensch, der liebt gerne Streit, mein Bruder. Der mag Streit. Der ist süchtig nach Streit. Und du darfst nicht mit dem bleiben. Du bist ein Muslim. Was hat er hier zu suchen? Er will nur dich wieder in Christentum bringen. Das ist seine Gedanken. Das will er erreichen, Bruder. Nichts anderes. Wallahi, der will nicht mit dir bleiben als Freund. Der will nur dich was wieder in Christentum bringen. Oliver, Wallahi, ich liebe dich. Ich will nur, dass... Nee, das will er nicht. Ja, das hat er zu mir gesagt. Er hat zu mir gesagt, du sei glücklich mit deinem Glauben. Hat er gesagt, ich glaube dir das. Also sinngemäß, dass du das auch für... Also das will er nicht. Und Oliver, ich will ihn auch nicht Muslim machen. Oliver, Paulus war auch so. Wo er mit Juden war, war er Jude. Wo er mit den anderen war, da war er was anderes. Der will dich nur gewinnen. Oliver, hör auf mich. Wir haben ein bisschen mehr... Sachen im Kopf. Wir haben mehr Sachen erlebt als du. Wir wissen, was das Christentum-Wirklichkeit ist. Der Typ ist krank, der braucht Streit, der braucht Aufmerksamkeit. Der ist nur auf Stress ausgesucht, mein Bruder. Wallahi, nichts anderes. Ja. Kennst du aufrichte Christen? Ganz krasse Christen. Kennst du welche? Ich kenne genug. Okay. In meinem Land gibt es ja auch zum Teil noch Christen, in Albanien. Oliver, ich schwöre dir, ein normaler Christ wäre niemals hier hochgekommen, mit dir so normal zu reden. Das ist ein Paulus-Trick, mehr nicht. Ich wünsche dir nur, dass du nur deinen Glauben stärkst, dein Imam. Geh lieber bei... Ja, also zumindest, dass ich ihn dadurch verlasse. Also ich habe jetzt schon 2 Freiwochen jeden Tag live und ich habe ihn nicht verlassen. Aber trotzdem verstehe ich, was du meinst, weil der Glaube auch irgendwo dich nehmen kann. Peparim, vielen Dank. Wenn du willst, kannst du runtergehen und doch was sagen willst. Ich beende Show jetzt. Und jetzt ist aber der Daniel Reuter mal dran. Den würde ich jetzt... Du hast jetzt lange gewartet, Daniel. Daniel, deine Worte. Ich habe lang gewartet. Ja. So, erstmal, Oliver, also du musst dir mal gewöhnen, in deinem Live hier mal Regeln zu machen. Du sagst hier, wo wird diese Frau da vorhin? Erst bist du dran und dann ist der Daniel dran. Gut, dann redet die Frau aus, dann redet der eine David dazwischen, dann kommt jetzt der Peparim. Danach, das ist so ein, du musst mal Regeln setzen, Oliver. So. Mhm. Aziz, komme ich mal auf dich zu. Du meintest, ich weiß nicht, was deine eigene Meinung, alles außer die Sunniten sind Sekten. Korrekt? Ja, korrekt. Korrekt. Wie kommst du auf diese Aussage zu? Also, es gibt nur einen Islam, ja? So, und der Islam sagt, wir sollen den Koran befolgen und die Sunna des Propheten, Punkt. Ja? Okay. Die Sunniten, die lästern nicht über Aisha und sagen, das ist eine Hure, sorry, dass ich das so sagen darf, ja, und beschmutzigen die Familie des Propheten, des geliebten Propheten, Friede sei auf ihm, und das tun andere Sekten, ja? Und das sind für uns keine Muslime, sorry. Weißt du auch, dass Aisha die Kamelschlacht geführt hat gegen Imam Ali? Ist das jetzt Diskussion von Aisha? Was willst du jetzt von mir? Na, warum sagst du so eine Aussage? Du hast mich gerade gefragt, ich habe geantwortet über Sekten. Was gehst du jetzt vertieft nach Bruder, Aisha? Aziz, Bruder, darf ich kurz Ihnen eine Frage stellen, was er für einen Glauben hat? Ja, das ist ein Christ, ich weiß das. Das ist ein Menschenanbeter, der betet ja. Menschen an. Assalamu alaikum. Aziz, darf ich kurz ihm die Frage hier ein bisschen anders hinstellen? Ja. Okay. Als erstes, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an alle. Und sei gegrüßt an die anderen hier. Erstens, ich gehe gegen gar keine Religion. Ich will meine Dauer machen, meine Religion präsentieren. Daniel, zu dem, weil du gesagt hast, mit den 2370 Gruppierungen, ist der den Koran folgt, den Propheten folgt, der Sunna der Propheten folgt, also vom Propheten folgt, dazu den 3 Generationen der Sahaba, heißt die Sahaba, die Tabi'in und die Tabi'in. Richtig. Genau. Dazu noch, wenn einer nur einen Sahaba beleidigt oder die Frau, die Mutter der Muslimen, die Frau vom Propheten,
begeht der Kufr und geht aus dem Islam. Warum? Weil die Mutter der Muslime, Aisha, möge Allah mit ihr zufrieden sein, wird in Sura Nur in 11 Aya als sauber erklärt. Dazu noch komme ich jetzt zu dem Christian, wo da unten vorhin was gesagt hat. Christian, wenn du ein wahrer Moslem wärst, wärst du nicht aus dem Islam rausgegangen. Zweitens, hör auf, hier irgendwie zu sagen, ja, Schiiten, alles. Nein, der wahre Islam ist der, wo ich gerade gesagt habe. Folg dem Koran, folg den Propheten und folg der Sunna und den drei Generationen der Sahaba. Nochmal, Sahaba, Tabi'in, Tabi, Tabi'in. Omar ibn Khattab. Nein, ich bin noch nicht fertig, Daniel. Ich respektiere dich. Ich respektiere jeden. Achso, ich dachte, weil du Pause gemacht hast, bist du fertig. Nein, nein, nein. Tut mir leid, mein Bruder. Guck mal, ich beleidige keinen hier. Ich respektiere jeden und ich möchte auch nicht irgendwie hier Fitna machen. Zum Beispiel diese Mona, wo vorhin hochgekommen ist, oder wie das heißt mit diesen Beleidigungen, die soll erstmal überlegen, wie viel Promille sie erstmal hat, bevor sie redet und jemanden beleidigt. Dazu, wo will sie wissen und urteilen, ob die Menschen hier drin nicht arbeiten? Viele arbeiten. Deutschland, dieser Boden, ich komme aus dem Kosovo, das Land gehört nicht den Albanern. Nein, jeder Boden auf der Welt gehört einem und das ist Allah. Bitte redet mit Respekt und erfindet keinen Blödsinn. Auch zu dir, Oliver, nur ganz kurz. Wenn du merkst, dass jemand kommt und solche Beleidigungen führt, bist du verpflichtet, das zu unterbinden. Warum? Weil sie macht Urteile über jemanden. Und wenn jemand verurteilt wird von jemandem, das ist gar nicht gut. Und wenn du das zulässt, bist du ein Punkt dieser Sünde. Deswegen reden wir langsam, reden wir mit Respekt. So wie jetzt, ich rede mit Respekt. Ich höre auch dem Daniel gerne zu, dem Aziz, dem Perparin. Der Perparin kennt mich. Ich bin einer, wo Fitna aus dem Weg geht. So. Oliver, kannst du kurz den Mustafa hochholen? Ich wollte es eigentlich nicht, aber jetzt ist es eigentlich auch egal. Wir reden ja ruhig, deswegen kann ich. Nur noch der Mustafa. So ist gut. Sollst nicht nachher Fitna. Wenn du was zu sagen hast, sag bitte. Und dann, inshallah, gehen wir alle raus und lassen wir Oliver. Aber jetzt habe ich ja meine eigene Linie mitgehalten. So, aber egal, jetzt ist egal. Ich tue es jetzt im nächsten Jahr, hoffentlich, wenn ich es da nicht gepackt habe, noch besser zu werden. Ich nehme hoch. Ja. Dings, Omar, kannst du mir diesen Vers zeigen oder schreiben oder schicken? Guck mal auf Sura Nur. Das ist, warte, ich schreib's mir auf, warte, rede langsam, ich schreib's auf. Genau. Sura Nur ab der Ayat 11. Danach, ja. Genau. Und dazu noch jetzt, weil wir noch da bei der Geschichte sind, wegen der Sahaban, wo viele auch die Sahaba beleidigen. Es gibt in Tirmidhi gibt es, und Abu Dawud, glaube ich, in Hadith, wo der Prophet a.s. gesagt hat, wenn es einen Propheten nach mir geben würde, dann wäre es Omar ibn Khattab. Richtig. Und wie kann man dann sich rausnehmen, die Sahaba zu beleidigen? Die Sahaba, wir als Muslime selber, wir würden uns wünschen, in dieser Lage zu kommen, wo die Sahaba waren. Aber die haben auch, der Prophet a.s. hat selber gesagt, wenn ihr debattiert, dann debattiert auf schöne Art und Weise. Wenn die Debattierung ins Hohe geht, also in Beleidigung und alles, entfernt euch davon. So, in Tirmidhi sagst du? In Tirmidhi ist das, ja genau. Und Sure 33,6 steht, dass unsere Mutter ein Radionhund vom Propheten. Schau mal, warte mal, ich sag's dir kurz. Schau mal in Tirmidhi, warte, ich sag dir kurz die Leute. Bitte, aber komm hier nicht mit Sunna.com, ja? Sunna.com hat nichts mit dem Hadithen zu tun. Das sind einfach erfundene Hadithe, auch viele, wo von den Zionisten alles sind. Bitte komm hier nur mit Büchern. Ich glaube nur an Bücher. Da schreibt einer 33 im Koran. Schlag das mal auf, was steht da? Sura 33 ist auf jeden Fall für die Frauen gemeint. Das Mustafa, sag mal was. Ja.
Dann soll der Typ Sure 33, 32 erstmal lesen, bevor er 33 liest. Mustafa. Ja. Stell deine Frage. Sind Ahmadiyya Muslime? Warte. Ich habe hier mit Übersetzung Sure 33. Haltet euch in euren Häusern auf und stellt euch nicht zur Schau, wie in der Zeit der früheren Unwissenheit. Verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gehorcht Allah und seinem Gesandten. Lies, da steht aber weiter. Ja, ich finde gerade die Stelle nicht, ich kann nicht so gut lesen. Nein, aber guck mal, hier hast du es ja. Und gehorcht den Gesandten, heißt es nur, wir sollen ihm nur zuhören oder auch ihm folgen? Folgen. Siehst du? Und wenn wir ihm folgen, müssen wir auch der Sunna von ihm folgen und den Sahaban der drei Generationen, wo wir mit ihm waren. Ja. Und Sunna bedeutet der Weg von unserem Propheten Mohammed. Die Lebensweise unseres Propheten. Das ist dann. Ich würde mich gerne, weil ich hab's eilig, ich wollte nur kurz hochkommen und auch ein bisschen die Lage ein bisschen beruhigen. Redet bitte mit Respekt und kommt mit Beweisen und nicht so. Aber ich muss dir auch eins sagen, dieser Christian kommt in jedem Stream und behauptet jedes Mal irgendwas und bis jetzt konnte er niemanden widerlegen. Bitte, hört auf. Red. Jetzt wie leise auf einmal jetzt ist die. Guck mal, was für eine Ruhe ist. Man sollte doch einfach mit Respekt miteinander reden. Man kann. Okay, wir haben einen geben. Respekt. Daniel Reuter, sei leise. Darf ich vielleicht eine. Hallo zusammen. Darf ich vielleicht eine Sure vorlesen? Ich gehe runter, weil wenn eine Frau oben ist, gehe ich runter. Tut mir leid. Ich wünsche dir was. Hey, Paris, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Inshallah. Bis dann. Das war ich nicht, aber der Bruder. Ach so, entschuldige. Ja, entschuldige. Ja. Gut. Ach, gut. Er muss sich jetzt auch runter? Nee, musst du, wie du willst. Ich schreibe dir nichts über. Mustafa, runter willst du da nicht. Ach, weil Umar hat welche Religion hast du? Ich bin Sunnite, also Islam. Ich folge dem Islam. Alhamdulillah. Darf ich dir eine Frage stellen? Ja, mach. Darf ich kurz Hallo. Sind Ahmadiyya Muslime? Ich beurteile nicht. Wenn ja, warum? Ich beurteile nicht. Wenn ja, warum? Du musst vorlesen, bitte. Es ist wichtig. Verstehst du nicht seine Antwort? Verstehst du nicht oder willst du nicht verstehen? Wer hat gesagt, er urteilt nicht. Was gibt's da nicht dran zu verstehen? Aziz, leg dich nicht mit mir an. Daniel, ich lese euch mal ganz kurz was vor. Hört ihr mir bitte ganz kurz zu. Danke. Okay. Aziz. Hört mal bitte kurz zu. Kann sein, dass er auch ist. Diejenigen, die glauben, ne? Und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Christen und dieser Bär, wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Rechenschaft handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig. Also hier werden alle Religionen übermittelt. Ja, hier ist keine Feindseligkeit im Koran zu lesen, so wie ihr es sagt. Oder so, wie ihr es denkt oder fühlt oder wie auch immer. Habt ihr das jetzt mitbekommen, was ich euch vorgelesen habe? Lies noch mal vor, bitte. Lies noch mal vor. Noch mal? Hört man mich denn so, wenn ich so spreche? Man hört dich. Okay, lies perfekt. Augenblick, Moment. Okay, jetzt. Gewiss diejenigen, die glauben und diejenigen, die dem Judentum angehören und die Christen und dieser Bär, wer immer an Allah und den jüngsten Tag glaubt und Rechenschaft handelt, die haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Und keine Furcht soll sie überkommen, noch werden sie traurig sein. Jetzt dazu antworten. Pocahontas, soll ich dir antworten? So, sorry, jetzt höre ich, bitte? Ja, soll ich dir darauf antworten? Sehr gerne, Bruder. Ja. Der Koran ist in einem Zeitraum von knapp 25 Jahren überliefert bekommen, Etappe bei Etappe. Ja, so. Allah hat am Anfang des Korans erwähnt, ja, dass er seine Suren, seine Überlieferungen, die im Koran festgelegt werden,
gegebenenfalls updaten wird. Ja, damit wir Menschen wissen, warum das besser für uns ist, was er korrigiert. Ja, er weiß, dass das für uns besser ist, nur damit wir wissen, warum das so ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Alkohol. Alkohol war am Anfang des Korans in den ersten Suren erlaubt. Ja, so. Dann wussten wir, dass es schlecht für uns ist. Dann hat Allah das dann hat Allah das ein bisschen gesänftigt. Ja, gesagt, hör mal, ihr dürft Alkohol trinken, aber unter den und den Voraussetzungen. Ja, dann hat man gesehen, ja, dass auch unter diesen Voraussetzungen, unter diesen Bedingungen, der Alkohol nicht gut für die Menschen war. Dann hat Allah im dritten Vers. Alkohol ist ja Alkyl, ne? Aus dem arabischen. Alkohol im dritten Vers komplett verboten. Ja, so. Damit will ich dir sagen, das, was du gerade vorgelesen hast, ja, das war in einer Sure ganz am Anfang vom Koran. Ja, unser Prophet hat gesagt, ja, und Allah auch, dass das Paradies nur für die Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah bezeugen, ja, vorgesehen ist. Ja, natürlich waren die Leute, die zu Moses und Abrahams Zeit gelebt haben und die Moses und Abraham. Ja, sind ja alle drei Abraham. Entschuldigung, Aziz, dass ich dich unterbreche, aber es sind ja trotzdem abrahamitische Religionen. Man hört dich nicht, Bruder. Ne? Hört man mich? Ja, man hört dich, ja. Okay, alles klar. Nee, ich dachte, ich habe vielleicht meinen Finger da am Mikro. Es trotzdem, was ist meine Prämisse jetzt hier? Warum habe ich das vorgelesen? Bitte mit der Intention, lebt doch eure Religion so, wie ihr es wollt, im Herzen. Und dann hätten wir auch gar keine Probleme mehr, wenn wir uns auf uns selbst fokussieren. Ich möchte niemandem sagen, wie er seine Religion zu leben hat oder nicht. Es sei denn, jemand anderes fügt jemand anderem Schaden zu. Ja. Ich fange bei mir selber an. Und da stehe ich auch dazu, indem ich sage, hey, ich bin keine Vorzeige-Muslime, in Anführungszeichen. Ich habe auch meine Sünden und Co. Aber ich werde alleine vor dem jüngsten Tag des Gerichts stehen und Rechenschaft abgeben müssen. Ich werde nicht hingehen und irgendjemand wird sagen, ey, warum lebst du deine Religion so nicht und dies nicht? Und dann, wenn ich was zu sagen habe, dann werde ich das in einem angemessenen Niyet machen, aber privat und nicht hier auf TikTok, um irgendjemanden zu verpönen oder zu verleumden. Das muss ich an der Stelle sagen. Das ist mir wichtig. Das macht doch keiner. Bitte? Doch, eben wurde es gemacht und dann habe ich Besuch bekommen, da musste ich raus. Und mir ist das wichtig, Olli. Der Bobby Race, der wollte mich jetzt bewusst hier nicht hochlassen. Dann der gib kann mir mich bitte, gar nicht hochlassen, der hat gar nicht das Recht dazu. Dann gib mir bitte auch den Modi-Status, weil das ist nämlich unfair. Er hat einen Modi-Status bekommen, ich habe noch nie nach einem Modi gefragt, weil mich das eigentlich gar nicht interessiert. Aber in dem Fall geht es jetzt ums Prinzip. Kann ich dann auch einen Modi-Status haben, wenn der ich Bobby Ray hat? Jetzt habe ich dann 12 Moderatoren. Ich hoffe, dass weißt ich du warum? Mich irgendwann weil mal meine Linie halten ist, kann. Olli, er war nicht neutral. Er hat jetzt trotzdem immer noch weitergemacht. Er hat sich diskriminierend gegenüber Frauen verhalten. Und das ist nicht korrekt. Und seine Aussage. Gut, ich kann jetzt nicht wissen, ob es so war oder nicht, aber wenn es so ist, wenn du recht hast, dann finde ich es auch nicht korrekt. Nee. Das habe ich dir jetzt gerade gesagt, deswegen bin ich ja auch nochmal hochgekommen. Mir ist wichtig, ihr glaubt doch an was ihr wollt. Es interessiert im Endeffekt gar keinen, aber dadurch, dass der Mensch sich nicht selber reflektieren kann in erster Linie mit sich selbst, ja, das ist einfach Kindergarten. Wenn sich jeder auf sich selbst fokussieren würde, fangt doch mal an, vor eurer Haustür zu kehren. Da gibt's genug, ja. Seid nicht so heuchlerisch hier unterwegs mit einer Doppelmoral und versucht hier XYZ zu belehren, wenn ihr besser nicht in eurer Religion Praktizierende seid oder sonstiges. Fangt doch mal da an. Warum fangen
wir nicht da an, dass wir wieder die Nächstenliebe als Tugend vorweisen, ha? Warum fangen wir nicht da an, dass wir mit den Menschen teilen in dieser kalten Jahreszeit, dass wir uns darum kümmern? Also hört auf, so heuchlerisch hier einen auf besserwisserisch zu tun, wenn ihr es nicht seid im wahren Leben. Und hey, ich erwähne mich auch dazu, also ich will jetzt nicht hier so tun, als ob ich besser bin, aber ich tue aktiv was dafür im realen Leben und nicht hier auf TikTok. Leute, ich habe bis heute nicht einen einzigen Stream gesehen, wo Hinduisten irgendwie auf uns losgegangen sind. Das ist auch ein bisschen komisch, ne, dass das nur von unseren reinkommt. Sei es Muslime, sei es Christen. Ich habe noch nicht mal einen einzigen Livestream gesehen, wo Hinduisten für sich werben und sagen, kommt zu uns oder ihr seid so und so, ihr werdet so und so bestraft. Warum machen die das eigentlich gar nicht? Ich sag dir warum, weil man sich immer auf die Differenzen beziehungsweise fokussiert. Keiner achtet mehr darauf, auf die Gemeinsamkeiten. Wir sind alle seelenlos geworden in der heutigen Gesellschaft, alle oberflächlich und haben an Herz und Empathie verloren. Das ist die Wahrheit. Jeder ist egoistisch und egozentrisch unterwegs, juckt gar nicht mehr. Egal, was jetzt unten passiert, ja, es ist doch so weit weg, dann chillt man wieder auf der Couch und zieht sich Netflix rein, oder was? Jawohl. Sinn des Lebens haben wir alle verstanden, ne? Ich wollte kurz sagen, ihr könnt euch jetzt gerne weiter noch unterhalten. Ich gehe mich gerade nur, dass ich rausgehen kann, noch fertig machen dazu. Ihr könnt euch gerne noch weiter unterhalten, aber so in 10, 15 Minuten, dann würde ich gerne zu meinem Thema dann endlich kommen, was ich gern sagen würde. Aber so lange könnt ihr euch unterhalten, vielleicht dauert das noch 20 Minuten. Aber gut. Okay, bis gleich. Hier ist niemand verliebt in dich. Ich habe einen Mann, ja, schäm dich. Schande auf dein Haupt. Jetzt. Du willst wahrscheinlich, dass ich verliebt bin. Ich bin aber, nee, es tut mir leid, ich bin glücklich vergeben. Mit wem redest du denn das? Dieser Bobby Raitt, mit dem ich mich heute Mittag gestritten habe, der hat wortwörtlich in den Kommentaren und als er live war, er redet nicht mit minderwertigen Wesen wie Frauen. Ja, wortwörtlich. Ja, aber so einen musst du auch nicht ernst nehmen. Er war aber auch derjenige, der gesagt hat, alle Religionen sind Sekten. Ja, deshalb, weil mit so jemand muss auch keine Aufmerksamkeit geben, dann ist er schnell wieder weg. Leute, im Tod passiert gar nichts. War das jetzt so schlimm? Nee, ich wollte einfach nur diese eine Türe vorlesen. Danke euch, dass ihr mir zugehört habt, aktiv. Das war mir wichtig. Im Koran steht nichts. Aber Pocahontas, guck mal, du weißt, wenn du aus dem Pocahontas, du weißt ja aus dem authentischen Hadith, dass selbst die Mutter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch nicht ins Paradies kommt. Aber Aziz, wir müssen doch einmal auch kurz, guck mal. Das, was du behauptet hast, das ist aus dem Koran, das stimmt auch. Aber das war zu einer Zeit, bevor der Koran vollendet ist. Ja, man kann ja auch nicht sagen, hör mal, am Anfang des Korans war Alkohol erlaubt. Aber der Koran ist wichtiger als die Hadithe dazu, Aziz. Abijam, guck mal, aber jetzt fokussieren wir uns ja wieder darauf. Ich habe das ja doch bewusst einmal vorgelesen. Guck mal, ich habe wirklich das zweite Mal jetzt in einem Live als Gast aus dem Koran vorgelesen. Ich möchte gar nicht die ganze Zeit über Religion reden. Es gibt gerade, weil... Ich erkläre euch auch, warum. Die Religionen werden immer nur instrumentalisiert, um die Menschen zu spalten und zu hetzen. Und Paradebeispiel ist TikTok dafür. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Lasst uns doch auf Lösungen beziehen oder irgendwie Lösungsansätze hier irgendwie debattieren. Warum reden wir immer nur über Religion? Nimm doch mal gechillt und sieh doch auch die positive Seite. Ne? Also du glaubst gar nicht, wie viele Leute, Christen, zum Islam konvertiert sind, wegen TikTok, ohne Scheiß. Ja. Ne? Deshalb, und das ist ja nur, wir sind ja nur Marionetten, wir. Ne? Weil letztendlich ist Allah, der jemand rechtleitet, nicht wir. Richtig, Wir sind nur die Plattform, der Grund, dass jemand konvertiert, ja. Aber derjenige, der jemand rechtleitet, ist Allah, Punkt.
Richtig, gebe ich dir vollkommen recht, Aziz Abidjim. Aber was ich sagen will ist, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit wieder diskutieren, dann machen wir genau das, was sie eigentlich von uns erwarten. Sie erwarten von uns, dass wir aggressiv werden. Sie erwarten von uns, dass wir verletzt sind. Sie erwarten, dass wir uns rechtfertigen. Sie erwarten, dass wir ausarten. Warum? Aufgrund unseres Glaubens, sie wollen uns bewusst verletzen mit Wörtern wie ihr seid eine Sekte, ihr seid feindselig, ihr seid dies, ihr seid das, ihr seid jenes. Und genau dagegen wollte ich jetzt plädieren. Ist immer diese Vorurteile und dieses Klischee, das ist zu einfach, liebe Leute, ja? Man kann nicht alle in eine Schublade stecken, alle über einen Kamm scheren und sagen, ja, alle sind so. Das stimmt leider nicht. Jeder ist individuell. Hör mal, du glaubst mir nicht, Schwester Pocahontas. Ich war heute in einem Stream. Kennst du die Verita? Verita, die zum Islam konvertiert ist, die macht super Streams. Ich war heute in dem Stream von ihr und dann kam einer, der hieß irgendwie Abu Germany. Ja, so. Wir haben uns unterhalten und so im Stream. Ich war auch oben wie jetzt und irgendwie sagt er: Hör mal, ich kenne dich ja irgendwoher. Ich sage: Ja, woher? Keine Ahnung. Sagt er, warst du mal in dem Stream von irgendeinem Hardcore-Christ? Ne? Ich sage, ja, stimmt. Da war ich immer drin, genau. Ich war der einzige Muslim zwischen 8, 9 Christen. Ne? Und die haben mich immer versucht, Platz zu machen. Und du wirst lachen, das war einer von denen, der ist jetzt seit 3 Wochen zum Islam konvertiert. Ich habe mich kaputt gelacht. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Sagt er, doch, Bruder, ich bin echt vor 3 Wochen. Und der war im Stream und der hat den Islam auf beste Art und Weise verteidigt. Was heißt verteidigt? Das ist ja das, was ich ja eingangs gesagt habe, Aziz Abidjim. Ich habe ja gesagt, wenn sich jeder mit seiner Religion in erster Linie mit sich selbst beschäftigen würde, kritisch hinterfragen würde, da ist der Bobby Ray wieder. Geh mal nach Hause, schlafen, Junge. Fangt doch an, erstmal euch selbst kritisch zu hinterfragen und eure eigene Religion zu verstehen. Und jetzt achtet bitte auf meine Wortwahl. Ich meine auch selbst mich. Ich bin mit inklusive. Also ich sage jetzt nicht, ich gehöre nicht dazu. Im Gegenteil, ich meine auch mich jetzt bewusst. Ja, das gehört auch. Deswegen, ihr werdet mich niemals hören in irgendeinem Stream, ob es hier auf TikTok ist, auf einer anderen Plattform oder im reellen Leben aktiv, dass ich über irgendeine Religion oder irgendeine Nationalität, Ethnie oder sonstiges reden werde. Niemals. Mir ist das scheißegal, was für einen Glauben jeder vertritt. Glaub, oh, langsam reicht es auch wirklich jetzt. Warte kurz, Daniel, das ist unhöflich, was du gerade machst. Mir ist das egal, welche Religion jeder vertritt, soll doch jeder glauben an das, was er will, solange niemand Schaden zugefügt wird. Und das meine ich wirklich ernst. Ja, richtig, stimmt. Fertig, macht doch, was ihr wollt. Es gibt Leute, die glauben an Bäume und Füchse und hast du nicht gesehen. Interessiert mich doch nicht, solange kein anderer dadurch irgendwie Schaden bekennt. Fertig. Ja, das ist wichtig. Und fangt bei eurer Religion an, ja, die kritisch zu hinterfragen. Setzt euch mit eurer Religion auseinander. Warum reden Christen über den Islam? Redet doch über euren Christentum. Richtig, redet doch, richtig. Warum fangen die Juden an über den Islam? Beziehungsweise, das habe ich jetzt nicht so oft gehört, aber auch. Warum fangen die Juden an, den Islam anzuprangern? Hinterfragt doch in erster Linie erstmal eure Religion. Habt ihr sie überhaupt verstanden? Lebt ihr sie? Macht ihr sie? Deswegen bin ich da sehr bescheiden und möchte darüber gar nicht so tief in die Materie eingehen, um ehrlich zu sein. Stimmt es, dass Abu Bakr seine Tochter Aisha geschlagen hat und somit die Frau vom Propheten? Das ist wieder so eine sinnlose Frage, die juckt, ich glaube, die juckt noch nicht mal meine linke A-Backe. Ich frag dich, da kannst du mir... Genau, aber guck mal, du bist jetzt wieder... Daniel, darf ich dich ganz kurz unterbrechen, Daniel? Aber da, guck mal... Hey, you! Daniel, darf ich dich mal ganz kurz was fragen? Ernsthaft jetzt, wirklich, ich bin runtergekommen, du guck mal, du lächelst schon
Ja, ja, ich habe wegen Mustafa gelacht, weil der geschrien hat. Du lachst so jetzt? Das ist ein kleiner Heuschrei. Also das ist also eine provozierende Fragestellung, die du jetzt wieder hier anprangerst und in den Raum wirfst. Hey, ich hab ihn nur was gefragt. Ja, was bist du denn für? Du bist doch Christ, ne? Aber warum provozierst du denn jetzt schon wieder mit diesen Fragen? Und Bobby Ray unterstützt das wieder mit ein paar Rosen. Bobby Ray schenkt auch was. Also ihr seid wirklich Vorzeige, Paradebeispiele hier auf TikTok, warum es niemals passieren wird, dass die Menschen friedlich vereint sind, ja? Vergisst ihr, dass wir eine Menschheitsfamilie sind? Habt ihr das vergessen? Habt ihr das vergessen? Eine ernste Frage. Es ist jetzt gerade eine ernste Frage, die ich hier in den Raum stelle. Habt ihr vergessen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind? Habt ihr vergessen, dass die Hautfarbe eine Illusion ist? Lackschrei nicht. Ihr seid Kinder. Man merkt, dass ihr einfach kindisch seid. Senkt deine Stimme, ja, bitte. Kindergarten. Ihr seid einfach wirklich kindisch. Menschen sind diejenigen, die Grenzen ziehen. Die Menschen sind das Böse, die die Religion wieder so instrumentalisieren, wie es ihnen gefällt. Ja, da hast du recht. Das sind die Menschen schuld, nicht die Religion. In den Religionen steht nicht tötet und macht und tut, okay? Das sind die Menschen, die das so deuten und dann so praktizieren. Ihr seid schuld, unter anderem auch, weil ihr hier wieder provoziert, anstatt einfach konstruktiv darüber zu reden. Pocahontas, welche Religion gehörst du an? Willst du widerspalten, Daniel? Na, ich frag doch nur. Guck mal, warum? Aber weil deine Frage stimmt. Warum alles gut. Du kannst ja ganz normal antworten. Alles gut. Schau mal, Daniel, ne? Allein schon, wie dreckig du lachst, suggeriert schon alles. Dass deine Fragestellungen provozierend sind und ich habe da echt keinen Nerv drauf. Ich habe mich heute Mittag schon aufgeregt über Bobby Ray's. Raus, aber es reicht. Ja, dann, wenn du nicht bereit bist zu diskutieren, dann raus. Sie ist Muslima und jetzt, was hilft dir das jetzt ich weiter? Ich bin Alhamdulillah Muslim. Ja, das würde ich wissen. Aziz, was ist denn dein Problem mit mir? Nee, mein Problem mit dir ist... Ja, Melli, wenn du das als Moment, ich habe gar nicht mit dir geredet. Dann komm doch hoch, dann können wir reden. Jetzt weißt du, was die Muslima ist. Was kannst du dir jetzt damit kaufen? Ich habe dich ja vorhin was gefragt. Ja, ich habe auch geantwortet. Daniel, habe ich dir eben nicht was vorgelegt? Ich habe deine Antwort nicht gehört. Daniel, habe ich nicht irgendwas hast du noch nicht mal meine linke A-Backe. Hast du jetzt gehört? Ja, kannst du mir diese Frage nicht beantworten. Ja, habe ich doch beantwortet. Hast du nicht gehört? Das juckt mir noch mal meine linke A-Backe. Daniel, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Das würde ich geheim halten. Okay, weil du nämlich definitiv sehr jung bist. Das hört man. Ja, der ist 13 oder 14, nach seinem IQ wahrscheinlich. Also es ist wirklich der Wahnsinn, was hier rumläuft auf TikTok. Ne? Ich bin echt Wahnsinn. Obwohl, ich möchte die 13-, 14-Jährigen auch nicht beleidigen. Die sind ja teilweise auch ein bisschen schlau. Aber lassen wir das mal so stehen. Verherrlichend, was hier abgeht. Diese App war mal eine Tanz-App, ja? Was ist daraus geworden? Benutzen Sie diese Plattform jetzt wirklich nur noch um eure... Nee, jetzt mal im Ernst. Das war eine ernste Fragestellung. Was ist aus dieser App geworden? Eine App? Leute, an wie viele Sachen habt ihr in eurem Leben geglaubt, was ich als falsch herausgestellt habe? Bitte was? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Diese Fragestellung kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Warum? Was ist denn jetzt passiert mit TikTok? Es ist eine Hetz-App geworden. Jeder belustigt sich daran, wenn Fitna ist. Bei den Fitna-Streams, ja, wie bei Barello zum Beispiel, da sind Tausende von Zuschauern. Und bei den anderen? Bei wen anderen? In den anderen Streams, wo was ganz anderes gepredigt oder vermittelt wird. Nimm mir ein Beispiel. Ey, wir hatten diese Soundstone, ey. Wenn ich jetzt hier anfangen würde zu schreien und zu beleidigen oder über Religion abzuhetzen oder sonstiges oder zu verleumden, da wären jetzt auch viel mehr Leute drin. Das sagst du jetzt. Es ist die Wahl. Ah, Zauber, Daniel Reuter stimmt schon. Also die Leute gucken, wo Unterhaltung halt ist und die sehen das als Unterhaltung, wenn sich Leute streiten. Leute, spendet mal.
Darf ich euch mal eine Frage stellen? Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, bitte. Mustafa oder mir? Allen. Gewiss dem, ja. Habt ihr denn wirklich nicht verstanden, dass die Religion wirklich dazu dient, beziehungsweise wirklich instrumentalisiert werden, um die Menschen zu teilen? Es heißt ja nicht umsonst, teile und herrsche. Denkt ihr nicht darüber nach, dass wir manipuliert werden? Nein. Also nehmt ihr alles so an, was im Fernsehen einfach so läuft? Deswegen habe ich dir vorhin gefragt, wie viele Sachen gab es in deinem Leben, woran du geglaubt hast, was sich später als falsch herausgestellt hat, von deinem Kindesalter bis jetzt? Bestes Beispiel, Küken, Corona. Also die Corona-Krise hat uns doch allen bewiesen, dass wir minderwertig sind. Sie sehen uns, Rockefeller sagt es selber, sie sehen uns als Insekten an, egal welche Religion, egal welche Nationalität, ja? Auch früher als kleiner Junge habe ich an den Weihnachtsmann geglaubt. Ich gebe es zu, ich war klein, woher soll ich das wissen? Irgendwann hat sich das als falsch herausgestellt. Es ist eine Kinderlüge gewesen, woran wir geglaubt haben. Oder sei es, dass unter deinem Bett Monster sind. Verstehst du? Das hat sich einfach echt angefühlt. Das hat sich echt angefühlt, wie ein Monster unter meinem Bett. Ich habe dran geglaubt. Und wie machen sie es? Da gibt es immer noch welche, die an den Weihnachtsmann glauben. Frag mal Daniel. Und wie machen sie es? Indem sie uns indoktrinieren, bewusst durch Bildschirmfrequenzen. Bobby, schenk mir mal auf. Geht doch mal bitte googeln, Bildschirmfrequenz. Das erste, was rauskommt bei Google, ist, dass die USA ein Patent darauf hat. Soll ich mal was sagen? Eigentlich dürfen wir an gar nichts glauben, was wir selber gar nicht überprüfen können. Zumindest noch nicht selber überprüft haben. So einfach ist das. Man kann sagen, zum Beispiel, die Welt ist rund. Ja, daran glaube ich auch. Aber ich habe es noch nie selber überprüft. Ich habe noch nie irgendein Experiment gemacht, wo ich sagen kann, ja, die Welt ist rund. Ich habe es nur im Fernsehen gesehen, ich habe das gelesen, ich habe Bilder gesehen. Und so, ja. Hast du schon mal angefangen, da irgendwie das kritisch zu hinterfragen? Nö. Dann mach es doch zum Beispiel. Man akzeptiert das doch einfach. Das heißt, warum sollen wir denn alles akzeptieren? Wissenschaft kannst du immer mit Wissenschaft relativieren. Warum fängt ihr denn nicht da an? Ich habe mich damit auseinandergesetzt mit den Themen, deswegen kann ich darüber reden. Küken, glaubst du, dass es Gott gibt oder nicht? Was soll denn diese Frage? Oder ich kann nur höchstens das sagen, dass ich von meinem Gefühl her aus und das, was ich mit meinen 5 Sinnen auf diesem Planeten wahrnehme, dass ich sagen kann, dass einer sich irgendwie schon so Gedanken gemacht hat, aber was dieses Wesen ist, wer dieser Schöpfer ist, ich glaube, darüber gibt es keine Informationen, es sei denn, man nimmt das, was auf der Erde vorhanden ist und man schließt sich dem an, was existiert. So, wenn ich zurückdenke, wo ich 4, 5 Jahre alt war, ich habe noch nie was von Gott gehört, noch nie etwas davon zu hören bekommen. Je älter man wird, desto mehr bekommst du ja mit, was die anderen Menschen reden, worüber die nachdenken. Und als ich angefangen habe, mich mit der Schöpferfrage auseinanderzusetzen, sind halt die ganzen Menschen irgendwie gekommen und haben mir ihre Version, von der sie ausgehen, dass es die Wahrheit ist, in meinen Kopf eingetrichtert. Davor okay, habe ich aber was, ja, das ist ja reine Inception. Warte mal bitte, ich war dran mit ihm kurz im Gespräch. Warte, Pocahontas, bitte. So. Okay, gut, Küken, dann, guck mal, ich möchte keine Vorurteile schließen. Alles aber gut. Ich kann zu 99,9% für mich jetzt, für mich, sicher sagen, dass du den Koran noch nicht gelesen hast, richtig? Ich habe einzelne Verse und einzelne Suren gelesen, aber ich habe noch nie den gesamten Koran. Nein, habe ich nicht gemacht. Nein. Ja, genau. Hättest du das gemacht, ja, dann hättest du meine Frage ganz einfach mit Ja beantwortet. Weil dieses Etwas, was du in Frage stellst, ja, mit Gott, ja, und Köpfer, dieses Etwas hätte dir deine Frage im Koran beantwortet. Ja, weil wenn du den Koran liest, dann weißt du genau, dass es einen Schöpfer gibt, ja, und dieser Schöpfer Allah ist. Deshalb lies den Koran komplett vollständig zu Ende, in Ruhe, nimm dir auch diese Tafsire, die Erklärungen, ne, du musst ihn nicht innerhalb von einer Woche durchlesen, du kannst auch 7, 8 Monate, ein Jahr dafür, ne, immer schön langsam, und dann wirst du schon verstehen, beziehungsweise deine Frage, die du gerade nicht beantworten konntest, die wirst du dann im Nachhinein für dich mit Sicherheit beantworten können.
Ja, aus der islamischen Sicht ist das ja Allah, Bruder, aber wenn du dann wieder auf der christlichen Ebene gehen würdest, würden die sagen Jesus. Und wenn du von der anderen Sicht gehen würdest, dann würden die wieder was anderes sagen. Also wenn, genau, genau. Wenn die anderen, so, die anderen Religionen werden ja im Islam, im Koran nicht ausgeschlossen, ne? Im Gegenteil. Ne? Der Koran, der Islam. Das stimmt, ne? Aber wenn jetzt eine vierte Religion gekommen wäre, dann würde man ja sagen, er könnte wieder kommt sich. Kommt ja nicht, das weißt du. Weil, ja, aber weil es macht aber logisch auch keinen Sinn, weil das jetzt zum Schluss gekommen ist. Entweder könnte er die anderen beiden zunichte machen oder sagen, die sind ein Teil von uns und gliedert uns eigentlich an. Kommt zu uns, eckt uns an einfach. Die sind ja auch ein Teil. Ist ja auch ja, ein aber Teil. Es wird trotzdem separiert. Es wird ja nicht als ein Teil gesehen. Moment. Der Koran sagt, hör mal, die Tora, also das Alte und Neue Testament, sind Schriften, sind heilige Schriften. Ne? Die werden ja nicht ignoriert. Punkt. So. Nur, dann geht es mit dem Koran weiter bis zum Schluss. Fertig. Ja? Das heißt, im Koran wird ja auch über Moses, Abraham, Jesus, alles erzählt. Ne? So. Ne? Nur, der Koran ist die vollendete Religion. Ganz einfach. Und Allah hat erwähnt, dass es keine neue Religion mehr kommt, die mit dem Propheten Mohammed, Friede auf ihm, abgeschlossen ist. Es wird auch kein neuer Prophet mehr kommen. Aber Bruder, dann frage ich mich, warum überhaupt so viele Bücher von Gott heruntergeschickt werden mussten überhaupt, wenn das die ganze Zeit so ein Hin und Her ergibt und wenn wir am Ende jetzt gucken, was dabei entstanden ist, wie viele Problematiken es dabei herausgekommen ist, hätte auch nur ein einziges Buch gereicht und Gott hätte ja das so machen können, dass es einfach so bleibt. Es kommen keine Propheten mehr. Es gibt nur zum Beispiel Judentum. Das sind menschengemachte Fehler. Ne? Also wenn wir jetzt, ich sag mal im Koran, selbst im Koran, habe ich vorhin schon gesagt, vor einer halben Stunde, im Koran steht im ersten Vers, ja, dass Alkohol erlaubt ist. Punkt. So. Dann hat aber Allah erwähnt, dass er den Koran in Anführungszeichen updaten, korrigieren wird, damit wir Menschen wissen, warum das korrigiert worden ist. Ja, dann hat Allah Alkohol im zweiten Vers relativiert, ja, indem die Menschen das halt besänftigt konsumiert haben. Ja, so, dann selbst durch dieses besänftigte Konsumieren war es schädlich, nicht gut für die Menschen damals. Und dann hat Allah im dritten Vers das Alkohol komplett verboten. Ja, und die Menschen, die den Koran lesen, wissen, aha, jetzt wissen wir, warum der Alkohol komplett verboten ist. Ja, und so ist das auch mit den Religionen, ne? So, Allah hat das Alte Testament und das Injil rausgebracht, Injil, ne? Das Evangelium, aber das Evangelium, nicht die Evangelien, ne? So, das heißt, die Schriften wurden verfälscht. So. Aber das steht doch gar nicht im Koran, dass sie Schriften verfälschen, sondern dass sie die Worte Gottes mit der Zunge verändern. Also theoretisch, die lesen etwas, aber die verändern das mit der Zunge, die sagen etwas anderes dabei so. Das ist nicht verfälscht. Im Koran steht die Tora, wortwörtlich die Tora, und das Evangelium, das Injil 1, ja, und nicht die Evangelien, ja. Die haben ja davon Paulus, Thomas, Lukas, Johannes gemacht. Das sind ja, wie viele Evangelien sind das? Davon war gar nicht die Rede. Jesus hatte nur einen Gott angebetet, hat seinem Volk gesagt, es gibt nur einen Gott. Jesus hat nicht gesagt, Heiliger Geist und mein Vater. Ja? So, Jesus hat seine Gefolgschaft, genau wie die 100.000 Propheten, es gibt ja 122.000 Propheten. Ja? Und die hatten alle eine Botschaft, es gibt nur einen Gott, einen einzigen Gott. Ja, und das wurde, wie gesagt, mit den Evangelien verfälscht. Ja, dann hat man daraus den Heiligen Geist gemacht, Vater, ja, was Jesus gar nicht prophezeit hat. Ne? So. Im Koran steht das Evangelium, das stimmt. Ja, das Evangelium. Im Koran steht auch nicht, dass das Evangelium verfälscht worden ist. Ja, das Evangelium. Ja, das eine Evangelium. Assalamu alaikum zusammen. Da ist aber nicht die Rede von den Evangelien. Also was ich weiß, steht da nur, dass sie die Worte mit der Zunge verdrehen. Und ja, genau. Es gibt kein Vers, wo ausdrücklich gesagt wird, dass die Worte verfälscht wurden und aufgeschrieben wurden. So erkenne ich das richtig. Zumindest. Ja, das gibt es auch. Genau, richtig. Ja. Ach so, meinst du das Injil, das eine Injil? Oder was meinst du jetzt, Küken? Ich glaube, meine Stimme war weg. Ja, man hört mich. Ich meinte Dings. Was wurde verfälscht? Also ich kenne das so, dass ein Vers... Dass ich den Vers so kenne, dass sie die Worte mit der Zunge verdrehen, aber dass da jetzt nicht unbedingt ein Vers existiert im Koran, wo steht, dass die Worte verfälscht wurden im Buche. Sondern dass sie das, was sie lesen, mit der Zunge verdrehen.
So kann ich das. Ja, ich weiß, da gibt es drei Verse, die du meinst. Ich weiß, welche du meinst. Da ist irgendwas mit Vers 255 oder irgendwas sowas. Oder 53. Also darf ich ganz kurz dem Küken noch was sagen und danach würde ja, ich gerne. Ja, natürlich. Sorry. Weil natürlich. Ich möchte jetzt nicht mehr so lange hier bleiben. Ja, sag mal, Frau Kalentos. Ja. Dankeschön, Aziz. Küken, du hast ja jetzt gesagt, du bist ein bisschen verwirrt, wenn ich das richtig verstanden habe. Korrigier mich bitte, wenn ich irgendwas falsch interpretiert habe. Daniel, kannst du dich bitte stumm? Dankeschön. Küken, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Okay. Du hast jetzt gesagt, du bist maximal verwirrt. Also das hat sich jetzt bei mir so herauskristallisiert, weil jeder eine andere Botschaft, weil beziehungsweise jeder eine andere Religion dir versucht zu übermitteln. Habe ich das richtig verstanden? Was heißt verwirrt? Ja, teilweise auch verwirrt, weil ich dahinter keine Barmherzigkeit und keinen Frieden mehr sehe, sondern komm zu mir, das ist der wahre Weg, hier ist der wahre Weg. Okay. Dabei stehen die Informationen nur aus Büchern und Quellen, also keiner ist zurückgekommen, keiner kann mir hundertprozentig was bestätigen und das hört sich ein bisschen für mich so fanatisch an, schon langsam. Mhm. Was ist, wenn ich dir sage, warum beschäftigst du dich, das war ja auch eingangs in Anführungszeichen, meine oberste Prämisse, was ist denn Küken, wenn du dich selber erstmal damit beschäftigst, bevor du irgendwelche Überzeugungen von anderen Menschen oder Religionen oder sonstiges annimmst? Ich bin mittlerweile der Meinung, alles, was du an Informationen in dein Gehirn reinbekommst, das existiert dann halt. Ne? So, nochmal, ich erkläre dir das ganz kurz dann auf eine andere. Deswegen kann ich nur sagen, also wenn ich mich mit etwas befasse, dann sorge ich ja dafür, dass die Informationen, dass ich da irgendwo einen Glauben schenken muss. Deswegen bin ich an so einen Punkt angekommen und sage, dass der Schöpfer sich nie geoutet hat, sage ich mal so. Warte. Das sind alles menschliche Vorstellungen. Okay, warte. Du denkst also, die Religion ist eine Projektion des Menschen, richtig? Ja, eine Vorstellung, wie Gott sein könnte. Projektion, ja, nennt man das, genau. Ja. Also, was ist, wenn ich dir sage, unser Verstand ist dafür prädestiniert, auf einen Reiz einzugehen und diese Information, die du dann erlangst an Input, ist dir dann einfach zu viel? Warum? Aufgrund meiner These gerade davor. Wir handeln zu 95% aus unserem Unterbewusstsein, 5% nur aus unserem Bewusstsein. Das heißt, in erster Linie musst du dich ja erst mit dir selbst beschäftigen. Die Informationen. Das ist zu viel, verdammt. Ja, dann geh doch raus, Mustafa, wenn es. Nein, aber er hat wirklich recht. Also es kommt die ganze Zeit nur dasselbe raus. Es kommt nicht dasselbe raus. Dann habt ihr nichts in dem Stream verloren. Dann seid ihr beratungsresistent. Küken, hörst du mich noch? Ja, ich höre noch. Okay, also unter der Prämisse, unser Verstand kann gar nicht anders, als einfach nur alles an Input aufsaugen. Hallo? Was ist denn, hörst du mich? Was ist denn, wenn du dich erstmal mit einer Religion für dich selbst, für die du dich selbst entscheidest, erstmal die hinterfragst und annimmst? Reicht, Potja, geh raus! Es ist ja nicht so, dass ich nichts hinterfragt habe und mich nicht irgendwie ein bisschen schon damit befasst habe, aber ich finde in jeder Religion irgendwie so schon verwerfliche Punkte, wo ich mir sage, nee, ich kann mir so einen Schöpfer nicht vorstellen. Eine Frage, so. Poja, warum bist du so frei angezogen, wenn ich fragen darf? Aber warum, warum kannst du dir, was ist für dich verherrlichend? Das sind ganze Hölle und Paradies-Dinger, so weiß ich nicht, warum Menschen. Stopp nochmal, seid jetzt leise! Was geht denn bei dir, Bruder, alles gut? Ja, das sind so kleine Kinder hier in dem Stream, das ist der Wahnsinn. Wirklich, hier versucht man einmal in der Liebe konstruktiv zu reden und das wird wieder hier komplett ins Lächerliche gezogen, weil hier Kinder drin sind. Nochmal bitte. Also ich möchte sagen, ich kann mir als Mensch nicht vorstellen, dass ich in diesem Leben hier schon so viel durchmache und leide und Probleme habe und dies und das. Zu viel. Und am Ende nochmal leiden muss, in die Hölle gehe, dort verbrannt werde, weil ich vielleicht zum Beispiel. Was soll das? Aber genau das ist ja der Punkt, ne? Küken, in der Phase, wo du jetzt bist, ne, wette ich mit dir, alle hier in dem Stream waren mal in so einer Phase, dass man dann irgendwie angezweifelt hat, alles kritisch hinterfragt hat, einfach nicht mehr an das Gute als solches glauben wollte oder auch konnte, weil man halt
eine blöde Phase hinter sich hatte. Hast du schon mal was von den hermetischen Gesetzen gehört, Küken? Ja, habe ich gehört. Okay. Da ist ein Gesetz, Gesetz des Rhythmus oder Gesetz der Dualitäten, Gut und Böse. Es ist ein Bestandteil unseres Lebens, dass wir uns damit auch befassen müssen. Es Aber was ist denn Gut und Böse? Gut und Böse ist eine moralische Ansicht des Menschen. Genau. Ich sag das immer wieder, wenn du draußen einen Löwen siehst, dass er ein Zebra zerlegt und zerfrisst und die Zebra-Babys dort rumschreien, weil die orientierungslos sind, ist deine Beurteilung als Mensch, boah, wie grausam das ist. Aber scheinbar soll es so grausam sein. Es geht gar nicht um das menschliche, moralische Form auf dieser Erde. Verstehst du? Es geht nicht. Hier sind auch ganz andere Wesen, die mit uns leben und scheinbar funktioniert das bei denen ganz anders oder zum Teil auch gleich. Das ist ja die Natur und du redest jetzt gerade über Tiere, das ist ja wieder was anderes. Ich verstehe, was du mir sagen willst, aber nichtsdestotrotz, was ist, wenn du einfach nur auf dieser Erde bist, um geprüft zu werden, um dann. Aber warum werde ich überhaupt geprüft? Das heißt, Gott, guck mal, warte ganz kurz. Ja. Wenn du sagst, dass ich geprüft werde, nimmst du von Gott die Allwissenheit weg. Du prüfst nur etwas oder testest etwas, wenn du nicht weißt, wie der Ausgang davon ist. Sonst würdest du etwas nicht testen. Wenn du das weißt, dann testest du es nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Diese Argumentation ergibt keinen Sinn. Allah bringt niemanden irgendwas auf, was die Seele nicht tragen kann. Das darfst du auch nicht vergessen. Dieses Testen, dieses Prüfen ergibt keinen Sinn. Ich sage nicht, dass Gott nicht allwissend ist, aber dass er prüft. Warum prüft er mich überhaupt? Was habe ich denn gemacht, dass ich geprüft werde? Erstens das. Zweitens wirst du einfach nur stärker daraus. Zweitens, die Prüfungen sind komplett unterschiedlich. Die Prüfungen sind komplett unterschiedlich. Der eine ist stärker, der andere ist so. Das ergibt auch keinen Sinn. Und drittens, jeder wird individuell geprüft, Küken. Warum wird jeder individuell geprüft? Individuell ist es. Aber und warum? Dann trotzdem wieder im Kollektiv. Guck mal, das Problem ist diese Kollektiv. Wir haben alle eine kollektive Prüfung. Wir haben alle eine kollektive Prüfung, aber jemand, der vielleicht. Ich bin ganz kurz moralisch darüber. Ja. Also, du willst mir jetzt sagen, du würdest jetzt, sage ich mal, ein Beispiel, ne, rein hypothetisch. Du würdest jetzt einem anderen Menschen irgendwas Böses antun? Könntest du das? Ich könnte es wegen meiner Erziehung wahrscheinlich nicht. Ich denke, es ist von Kindesalter was in meinen Kopf reingesteckt, dass ich mit gewissen Denkmustern arbeite, die in mir tief verankert sind. Deswegen gibt es ja auch Kindergarten. So früh wie möglich zu Hause wirst du erzogen und dann gehst du in den Kindergarten und lernst halt, wie du in der Gesellschaft dich zu verhalten hast, welche Regeln du befolgen musst, dass man teilen sollte, dass man mehr so Partnerarbeit, Gruppenarbeit, deswegen wird das so indoktriniert. So, Pocha, und dann darf ich dich was fragen? Warte mal ganz kurz, Daniel. Da kommen wir an meiner Theorie. Ja, aber du redest so viel, ich kann nicht. Ja, Daniel, du bist ein kleines Kind, du hast hier gar nichts zu suchen. Aber nein, da kommen wir an meiner Theorie. Du sagst ein kleines Kind, mehr. Aber ich habe hier eine krasse Frage an dich. Daniel, ich rede gerade mit Küken. Aber du redest zu viel, also dann mein geh Kopf gar nicht dazu, eine Frage zu stellen. Denkst, die redet zu viel, dann geh raus, die sind hier am Sprechen. Man kann keine Frage stellen, wenn sie zu viel redet. Warum? Ja, aber was ist mit der Frage? Das ist gerade ein wichtiges Gespräch, aber du erkennst doch nicht mal, dass es ein wichtiges Gespräch ist. Und da hört dann der Spaß bei mir auf. Gut, dann stelle ich meine Frage nach deinem Gespräch. Ich muss das, warte mal kurz, meine Lieben, warte mal kurz. Oliver, schau mal. Ja. Oliver, nein, redet jetzt nicht dazwischen, lass die Poker noch ausreden. Ich will kurz den Oliver was sagen, wenn ich hier raus. Oliver, schau mal, ich respektiere dich so, wie du bist, ne? Habe ich jemals gesagt, komm wieder zurück zum Christentum? Nee. Nein, das habe ich auch im Kitarin gesagt, dass du das nicht gesagt hast. Und die Leute, die Leute, die hier reinkommen und Lügen tun, dass ich bei jeder Debatte bin und blabber über was beweise, erstmal nein. Ich war immer derjenige, der Respekt aber, hat. Aber hey, Digga, vor allem, warte wenn mal, du jetzt so redest, warte, dann ist es falsches Zeugnis. Nein, Cappuccino, dann redest du falsches Zeugnis. Weißt du? Cappuccino, wir machen das gleich. Ich habe das auch nicht vergessen. Wir können auch später noch reden, Cappuccino. Nee, Oliver, ich muss es gleich raus. Folgendes, ich muss es mit meinem Hund raus. Erstmal, die Leute kommen. Sagen, ich habe das und das so gemacht. Erstmal stimmt das gar nicht. Und ich finde das immer lustig, dass die Leute, die kommen in ein anderes Team rein, fangen an, Scheiße zu erzählen, um zu lügen über andere Menschen. Das erstmal ist es eine große Lüge und das lasse ich auch auf mich sitzen. Ne? Und das ist eine falsche Sache. Das ist eine falsche Sache, die passiert. Und Oliver,
ne? Wie gesagt, ich respektiere dich so, wie du bist, ja, ne? Ja. Und die Leute kommen, ich habe Krankheit, ich suche nur Streit, das stimmt gar nicht. Wer hat denn heute die Debatte angefangen? Ich oder nicht? Ich bin erst wieder zugekommen zum Thema, wo ist das Thema hier, heiraten, was weiß ich jetzt, etc., ja, zwischen der Bibel und das. Habe ich schon ein paar Sachen gesagt, wegen der Ausrechnung. Mehr habe ich nicht gesagt, willkommen, ich habe damit nicht angefangen. Weißt du, wenn ich in manchen Debatten reinkommen bin, habe ich versucht, das ordentlich zu erklären. Wenn man aber nicht deren Ansicht ist, ist man ein Deutsch, man ist ein Heuchler, man ist das und das und das und das. Wisst ihr, ich verstehe nicht, warum wir nicht einfach normal reden können, ohne dass Gabuccino, ich bin noch gar nicht fertig, ich hasse mich in einen Satz, dann bin ich draußen. Oliver, ich schätze dich, ich schreibe dir nachher mal auf Facebook, lass uns dann mal privat mal alleine reden. Per aber Kamera. Du sollst auch uns schätzen, Bruder. Gabuccino, lass dich mal ausreden, bitte. Du platzt hier rein und redest hier unterbrochen rein. Ja, Mann, weil mich das interessiert. Warte, ich bin doch gleich raus, ich kann noch nicht weiterreden. Oliver, lass uns danach auf Facebook mal kurz reden, privat, ja, per Kamera. Und dann rede ich schon mal mit dir darüber, weil das kann ich nicht auf mich sitzen lassen, weil die Leute hier meinen, irgendwelche Scheiße zu erzählen, das geht nicht, das ist nicht richtig. Ja, die sagen, ich bin behindert, ich habe Krankheiten, ich habe dasselbe Problem wie Oliver, aber es ist in Ordnung. Oliver, ich wünsche euch auch einen schönen Abend noch. Aber hey, wir sind nur erwachsene Leute. So, danke. So. Ciao. Jetzt komme ich zu auf dich, Poker. Ja. So, Poker, du bist Muslimin. Muslima. Ja, wo ist die denn? Wo ist eigentlich die andere? Poker. Ist die schon gegangen? Hallo. So, ich wollte noch was sagen, weil ich wollte in 5 Minuten oder so meinen Stream beenden oder spätestens 10, weil ich nämlich weg muss. Ich kann, Cappuccino, hast du um 11:30 heute Zeit? Um 11:30? Nein, Oliver, ganz kurz noch. Ja, bist du dort? Bist du online? Erzähl ruhig, Oliver. Aber du hast dann nimm dich auch hoch, wenn du mich siehst. Ah ja, also hier, genau. Ich habe also eine Frage an euch alle. Ja, so. Wenn du Cappuccino siehst, Cappuccino beigetreten, nimm mich gleich hoch. Der Aziz. Dass in Jamia Tirmidhi steht, dass der Prophet sagte, dass wenn es einen Nachfolger gibt, dieser Omar ist. Oder Abu Bakr, ja, genau, Abu Bakr ist. So, in Sahih Bukhari, dem ersten Sammelwerk der 6 Sammelwerke, an die Sunniten glauben. Aber was heißt wenn? Was heißt wenn? Steht. Moment mal. Genau, da steht, Alter. Abu Bakr kam auf mich zu, schlug mich heftig mit der Faust und sagte, du hast die Leute wegen deiner Halskette festgehalten, aber ich blieb regungslos, als ob ich tot wäre, damit ich den Gesandten Allahs nicht wecken könnte, obwohl dieser Schlag sehr schmerzhaft war. Bukhari 6845. Abu Bakr schlägt seine Tochter Aisha und die Frau vom Propheten. Ist es authentisch? Ja, ist authentisch. Guck doch selbst nach. Naja. Guck. So, was ist die Antwort dazu? Ey, Daniel Reuter, ich packe hier gleich aus. Pack aus, Junge. Daniel Reuter ist Muslime, Alevite, er will nicht nur Fitner machen. Nein, ich finde das war eine gute Frage. Von Anfang an, klar, ist ein Spaß, die ist. Ja, ist auch so. Wie so ein Köter. Aber guck mal, ihr könnt mir keine Antwort geben darauf. Jede Religion ist wichtig, weißt du, jede Religion. Ey, Cappuccino, was? Der ist doch so, Digga. Weißt du, ihr Muslime sagt, in der Bibel ist was falsch, wir Christen sagen, ja, hey, dort ist was falsch, das kann nicht sein. So, es gibt immer Rambazamba, weißt du, für gar nichts. Weißt du, wir können uns doch locker klären, Digga. Wir sind noch erwachsene Leute. Jeder hat seinen Standpunkt, so, weißt du, und aus dem Aus, ja. So. Warum muss man immer jemanden schlecht machen? Das verstehe ich nicht, Digga. Jedes Mal wird einer schlecht gemacht oder angegriffen wegen seiner Religion. Was ist das, ja? Hey, Cappuccino? Ja. Ey, das ist wie wenn ich immer hier über Küken. Stell dir hier eine Frage und du antwortest. Küken, hörst du mich? Komplett anders. Kannst du mir bitte folgen, dann folge ich dir zurück. So, habt ihr eine Antwort auf meine Frage? Küken. Gib dir auf deine Antworten alle Fragen, Digga. Seid ihr später nochmal hier live, alle? Ich würde gern nochmal in das Gespräch mit dir gehen. Nein, Oliver wollte was sagen die ganze Zeit. Der muss jetzt weg. Amon. Küken.
Genau. Aber nicht jetzt. Oliver, der Oliver will ja eh raus. Oliver, schick mir runter. Ja, ich komm, alles klar. Ich komme später nochmal live, falls ihr nochmal drin seid. Dann können wir nochmal gerne reden. Jetzt 20 mal. Minuten, aber maximal, oh, dann muss ich wirklich. Ja, und aber sag ich später nicht mehr lachen. So, okay. Kann ich dann? Ja, ja. Gut. Okay. Also, wie gesagt, ganz kurz zuerst mal die Frage an dich, Cappuccino. Hast du heute um 12:30 Zeit? Dann können wir also, reden. Zur Not auch alleine. Ich bin sicher da. Wenn ich weiß, was das Thema ist, ich bin da. Also, wo wir gestern gesprochen haben. Ja. Was weißt du das noch? Ich schreibe Mustafa. Ja. Ja. Gut. Wenn okay, du möchtest, ich bin dabei. Um 12:30 Uhr sterben, dann kannst du kommen, okay, und wenn es nicht anders geht, reden wir alleine. Und noch was wegen den Kommentaren. Ich lasse im Normalfall keine Beleidigung zu, aber ich muss auch sagen, Beleidigung, wie ich es verstehe. Oder zumindest, wie es mir bewusst ist. Es kann sein, dass ich Beleidigung gar nicht so wahrnehme oder mir nicht so bewusst sind, wie dass ihr das versteht. Mann, Oliver, hier sind Beleidigungen normal. Weißt du, hier... Oliver, normal, da was Lalusche geschrieben hat. Lalusche. Weißt du? Der eine schreibt lecker, der andere Lutscher, der andere Wichser. Es Oliver. Ist einfach so, leider. In dieser Gesellschaft meine Mutter wird beleidigt. Ist das so. Oliver, also, ich weiß, ihr habt immer noch keine Antwort auf meine Frage gegeben. Ich würde gerne mal warten. Ja, Digga, jetzt hör mal leiser, Muster, Alter, Muster. Ich bin Abend noch. Leiser, Digga. Was sind dir jetzt? Dir auch. Alles aber ich liebe euch alle, Digga. Ich weiß. Ey, Mustafa, was willst du von mir? Schenk mir was. Halt die Schnauze, du Kelp, Alter. Wie redet dich? Kelp. Oliver, mir hat keiner eine Ahnung. Ich bin gespannt, dich, du halber Arm, du. Kelp. Die Schnauze, du. Komm her, du kleiner Pietschunge. Gut. Okay, sehr jetzt würde ich gern weiter. Weiter ja, weiter, aber alles sehr, sehr gesagt, gut. Ja. Gut, wegen der Kommentare nochmal, also so wie es mir bewusst ist, sage ich mal, tue ich das möglichst unterlassen. Aber ich kann das halt auch nicht alles lesen, was da alles geschrieben steht. Sollten sich manche enttäuscht fühlen darüber, dann ist das halt eben so. Ich will auch nicht, dass beleidigt wird. Aber mit kritischen Leuten, egal welche Kritik ja, man aber, hat, ob das gegen aber dann lass doch mal die Leute rein, die objektiv sind, die das wirklich auseinandernehmen wollen, weißt du? Und nicht genau. Irgendwelche also Kinder, die 14 sind und meinen, sie hätten den Koran studiert. Verstehst du? Um das ja, geht's. Genau. Ja. Also mir eine Antwort genau. Gegeben. Warum hast und du deswegen ist auch immer der Streit hier. Ja, gut, warum aber jetzt wollte ich jetzt benötige ich wirklich ein paar Minuten, um zu reden. Es tut mir leid, jetzt, dass ich euch jetzt nicht, tut mir leid, weil jetzt benötige ich wirklich ein paar Minuten. So, wie gesagt, also ich will das möglichst erlassen, aber sollten manche mir jetzt den Glauben abschrecken, Oliver, du bist kein Muslim, weil du zulässt, Mohammed wird oder sonst wer wird beleidigt, Quatsch. Dann ist das deren Meinung und ich akzeptiere das, wenn ich das so sehe. Oder auch, wenn jetzt manche sagen, Oliver, du bist kein Muslim, weil du bist nicht überzeugt, wie, du hast die Schahada ausgesprochen, aber bist nicht sicher. Aber ich sag's ja nochmal, Glauben ist ja. Zwei verschiedene Sachen. Ich kann absolut gesehen nichts wissen. Ich kann nicht 100% wissen, dass der Islam richtig ist. Aber das kann ich auch bei keinem anderen glauben. Absolute Gewissheit im so Objektiven, so. Das gibt es nicht. Das kann ich gar nicht haben. Normalerweise, Olli, wir dürften gar nicht reden. Die Gelehrten sollten reden. Wir, wenn wir keine Ahnung haben, sollen wir lieber leise sein und in nichts sagen, bevor wir was sagen und es ist falsch. Verstehst du? Die Gelehrten, ich glaube an den Islam, weil ich halt sterbe. Warte, sofort. Mm. So, jetzt nochmal. Also, wie gesagt, ich glaube an den Islam, weil es mir mit dem Verstand und mit der Gerechtigkeit am logischsten klingt. Zumindest das Gotteskonzept und vom Weg, wie man errettet wird. Und die Indizien sprechen für mich am stärksten dafür von allen Glauben, die ich kenne. Deswegen glaube ich daran. Und, aber wie gesagt, Wissen beweisen aber absolut glauben gar nichts. Glauben die Moslems an Jesus? Also als ja, Prophet. Aber an einen anderen Sicht. Genau, warte. Ich sag nur so ja oder nein. Sag nur ja. Ja, aber anders wie Christus. Okay, war ja. Glaubst du, Jesus Christus hat gelogen? Ich glaube nein. Okay, jetzt kommt es. Jesus Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich kommt man zum Vater. Wenn ihr Moslems glaubt, dass er nicht gelogen hat, und warum sollte er jetzt lügen? Verstehst du? Warum? Ja, klar, so, er sagt es doch schon.
Ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann jetzt nur vielleicht eine Vermutung dir sagen, die Bibel wurde verfälscht. Das glaube ich auch, dass das vielleicht Jesus nicht gesagt hat, dass man das ihm so in den Mund gelegt hat. Das könnte ich jetzt vielleicht dazu verteidigen. Aber hast eine gute Frage gestellt. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Ja. Dieses, schade. Genau, ich glaube auch nicht, dass Jesus gelogen hat, weil, also ich gehe mal nicht von Jesus aus. Jesus war sündenfrei. Glaub, ja, genau, wie alle Propheten ja glauben. Habt ihr jetzt, also Amon, du meintest bist, ja vorhin, dass du ich bist geistig evakuiert, mein Kutschter, Alter. Warte mal, Amon, hast du auf meine Frage jetzt eine Antwort? Digga, was für Frage, was für Antwort, Digga? Aber Cappuccino, darauf was können dabei? Wir später um 12:30 können wir ja, darüber Mann. Weitersprechen. Weil ich hoffe, ich bekomme eine Antwort, weißt du? Oliver, warum reimt sich Reuter auf Köter? Da bin ich sehr wahrscheinlich, oder spätestens 12 Uhr. Da können wir ganz in Ruhe dann drüber reden. Und ich wollte jetzt noch eine eigentlich nur noch Sache sagen. So, also oder kurz die andere Sache abzuschließen. Also absolut gesehen kann ich nichts wissen. Krass genommen bin ich Agnostiker, wie gesagt. Aber wenn jetzt irgendwelche Muslime mich verurteilen, weil ich irgendwas zulasse oder den Glauben, dann ist das für die so. Ich wünsche denen trotzdem alles Beste. So, und jetzt komme ich zu meinem eigenen Standardthema nochmal. Und das dauert jetzt bestimmt so 5, 6, 7 Minuten, bis ich damit fertig bin. Ich hoffe, es für euch ist in Ordnung. Also wie gesagt, euch allen bin ich wirklich dankbar, dass ihr wahrscheinlich auch nett, verständnisvoll, offenherzig zu mir wirkt. Einfach nur so, wie ihr jetzt zu mir seid, das ist das beste Geschenk, was ihr mir geben könnt und für mich wirklich unbezahlbar, weil vielleicht habe ich ein falsches oder zu sensibles Empfinden, aber ich habe das Gefühl, dass so, wie wir uns im Durchschnitt in der Gesellschaft behandeln, dass das stellenweise, glaube ich, leider schon ganz schrecklich manchmal geworden ist. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich jetzt damit sagen will, andere wären schuld oder ich will, wenn, dann nur mir selber Schuld geben und ich will auch niemanden verurteilen, wie gesagt. Also, weil ich habe auch Fehler gemacht. Also, wenn, dann will ich nur mir selber Schuld geben. Aber manchmal, da weiß ich wirklich nicht mehr, wie ich das noch anders sagen soll. Ich habe wirklich das Gefühl, dass so wie wir uns im Durchschnitt in der Gesellschaft behandeln, dass das stellenweise, glaube ich, leider schon ganz, ganz wahnsinnig geworden ist. Also ich glaube, manche, die verurteilen sich oder verachten sich wirklich schon zutiefst, habe ich das Gefühl. Manche, die gönnen sich vielleicht auch nichts mehr oder im allerschlimmsten Fall psychisch gesehen, töten sich in den Gedanken schon gegenseitig. Oder wenn es nicht so schlimm ist, dann zumindest habe ich das Gefühl, dass sich dann halt viele egal geworden sind. Also, dass man dann nicht unbedingt gegen jemanden was hat, aber dass man dann zumindest oft sagt, lass mich in Ruhe, nerv mich nicht, ich habe keine Zeit, geh bitte weiter, verschwinde bitte, was wollen Sie das wissen, so nach dem Schema. Oder vielleicht bestenfalls noch dieses Halbherzige behandeln. Also, das heißt, man redet vielleicht mal so ganz kurz nett miteinander. Alles gut, Daniel. Ja, Daniel, bist du komplett dumm oder was, Alter? Ja, ich meine, ich habe auch Fehler. Ich will es nicht verurteilen. Ich gebe noch eine Chance, Daniel, dann nehme ich noch ein Minute runter. So, respektlos, also, respektlos. Aber ich habe auch Fehler. Ich will das nicht verurteilen. Ich, so gut wie ich kann zumindest. So, und dann, wie gesagt, also ich sage noch, wo war ich stehen geblieben? Also, dass ich halt das bestenfalls noch dieses Halbherzige behandeln. Also, das heißt, man redet vielleicht so ganz kurz nett miteinander, aber dann nur das Allernötigste. Aber und mehr auch nicht. Aber das, finde ich, ist ja immerhin schon mal besser als gar nichts. Oder viel besser, wie wenn man verachtet oder in den Gedanken so getötet wird. Aber ich habe wirklich das Gefühl, sich aufrichtig, liebevoll, sich beachten, Interesse schenken, helfen, wenn man kann und Zeit hat und gegenseitig glauben, keine bösen Absichten zu haben. Ich glaube wirklich, dass das in unserer Gesellschaft manchmal bald Mann, viel... Mann, wo denn, Digga? Schau mal, heute in der Welt von Social Media, weißt du? Hey, ein Klick und die Frau hat einen Typen. Ganz einfach. Gut. So. Okay. Es macht hier auch vieles kaputt, Digga. Viel kaputt, ja. So, ich rede weiter, wie gesagt. Also, dass ich halt, wie gesagt, viele egal geworden sind oder bestenfalls dieses halbherzig waren. Aber nochmal, das aufrichtige, liebevolle, sich beachten, Interesse schenken. Das ist nicht mehr, helfen, Bro. Helfen, genau. Wenn man selten. Genau. Gegenseitig glauben, keine bösen Absichten haben. Also ich will nicht sagen, gar nicht. Das kann man jetzt auch sicher. Gibt es auch Leute, die sich super liebevoll, nett behandeln. Will ich gar nicht. Aber ich glaube wirklich, dass das in unserer Gesellschaft und vor allem, glaube ich, in vielen Großstädten... Guck mal, vielleicht ist schon die Liebe deines Lebens vorbeigelaufen, aber du fandest sie nicht hübsch. Aber sie war die Liebe deines Lebens. Verstehst du? Ich versuche es zu verstehen. Nur auf Äußere und es klappt dann nicht. Weißt du? Weil... Unterschiedlich. Weißt du?
Aber heutzutage durch Internet, alles geht ganz schnell, weißt du? Früher ist man mit Kutschen geritten, mit Pferden. Sechs Monate zu der Frau mit dem Pferd, weißt schon. Heutzutage fliegst du mit Flugzeug und bist in einer Stunde da. So. Weißt gut, du? Olli, ich bin mal weg, Olli. Wir sehen uns nachher. Ja, mein Name und mach's ja, gut, Digga. Ja, sehr wahrscheinlich. Gut. So, dann, also ich sag weiter, wie gesagt, ich brauch. Und ich glaube wirklich, wenn dann eine Person sich zum Beispiel ganz labil in unserer Gesellschaft fühlt, ja, und sich jemand ganz stark von der Liebe, Beachtung anderer abhängig fühlt, für so eine Person kann das wie ein emotionaler Horrorfilm sein, diese Realität dann wahrscheinlich auszuhalten. Und dann schockt mich das leider auch einerseits gegebenenfalls nicht mehr, wenn man dann eventuell immer mehr diese Probleme sieht, wie zum Beispiel Leute kriegen immer mehr Depressionen, Suchtabhängigkeiten werden immer mehr, ob das Spielsucht, Alkohol, Drogen, was auch immer, oder im schlimmsten Fall auf Selbstmordgedanken nehmen immer mehr zu, weil ich glaube, viele von denen, die solche Probleme haben, die halten wahrscheinlich das Leben gar nicht mehr aus oder nur noch ganz schwer, sage ich mal, weil ich denke mal, die liest meisten du, liest wollen du den ja Koran täglich? Nee, nicht täglich. Ich habe ihn zweimal durchgelesen und täglich meistens so einen Vers, den ich geschickt bekomme übers Handy, so ein willkürlich. Ja, wenn es dir schlecht geht, tust du dann den Koran aufblättern und tust genau diese Sure suchen, wie es dir helfen kann, zum Beispiel. Leider, wenn, dann habe ich das, glaube ich, in einem Normalfall nicht. Vielleicht habe ich es mal gemacht, aber dann nicht jetzt gezielt oder so. Wenn, dann ganz selten vielleicht mal habe ich es getan, da nur. Und wie gesagt, auf jeden Fall, ich glaube, die meisten, die wollen doch eigentlich im tiefsten Innersten, denke ich mal, möglichst frei und unabhängig sein. Und ich denke mal doch eigentlich auch möglichst gut auskommen mit den Leuten. Aber viele, hätte ich eine Chance, würde Gott sagen, hey, du bist heute tot oder du kommst zu mir. Ich sage, bring mich um, ich gehe zu dir. Was will ich hier auf der Welt? Verstehst du? Ja, wir müssen kann ich verstehen. Immer das Gute machen, immer gut sein. Kann ich verstehen, ja. Auf jeden Fall, ich sag noch kurz, dass auf jeden Fall, jetzt war ich immer stehen geblieben. Also genau, viele, die zum Beispiel Suchtabhängigkeiten haben. Ich könnte mir vorstellen, entweder wollen vielleicht einige über ihre Sucht das erreichen, Leute, was sie sich eigentlich im tiefsten Innersten wünschen. Zum Beispiel bei Spielsucht könnte ich mir das vorstellen. Ich hatte das auch selber lange mit Spielsucht, wo dann vielleicht manche die Hoffnung haben, mit dem Geld, was sie dann vielleicht gewinnen können sie dann das Leben führen, was sie sich wünschen. Oder vielleicht auch, wo dann manche komplett auch die Hoffnung verloren haben, nach dem, was sie sich eigentlich wünschen. Genau, wo dann manche 10.000 reingeworfen und nichts rausgeholt. Alter. Genau, wo dann manche vielleicht diesen Verlust nüchtern nicht ertragen können, nach dem, was sie sich eigentlich wünschen. Wo dann manche das dann nicht mehr aushalten können und sich dann mit ihrer Sucht, zum Beispiel Drogen, Alkohol, könnte ich mir vielleicht vorstellen, so betäuben müssen, dass die nur noch damit das Leben aushalten. Warst du im Casino? Nochmal? Casino. Ich war mal drin, ja, aber ich habe... Was hast du gespielt? Automaten oder was? Automat ganz früher und dann Sportwetten verlagert. Ganz kurz. Eieiei, zock doch Poker, Digga. Da hilft, wie gesagt, noch nicht mal mehr eine Sucht. Manche, die fühlen sich so einsam, frustriert oder ausgegrenzt etc., die bringen sich dann wirklich um oder die kriegen zumindest die Gedanken, weil die das Leben überhaupt nicht mehr aushalten. Und deswegen, ich will niemand Schuld geben. Ich will auf jeden Fall besser, aber ich finde... So viele Probleme müssten eigentlich gar nicht sein in unserer Gesellschaft, wenn wir uns nur mal mehr lieben, beachten. Digga, wenn ich im Casino 10.000 Euro verliere, ich nehme den Automaten auseinander. Ich gegenseitig glauben keine Böse. Ich klaue den Automaten, Alter. Zu haben und wenn es manchmal so extrem viel um Geld gehen wird, ich glaube, dann könnte das Leben so viel schöner und glücklicher sein. So, jetzt danke ich euch allen. Cappuccino, wenn du willst, können wir um 11:30 noch mal reden. Für diejenigen, die was gegen mich haben oder mich nicht mehr leiden, aus welchem Grund auch immer, ist voll in Ordnung. Ihr dürft lad das mich über ein. Mich denken. Ich will versuchen, so gut wie es geht, alles zu verstehen, zu verzeihen. Ja, lad mich ein, ich bin dabei. Genau, dann bis später. Macht's gut. Bis dann. Ciao.